Ich freue mich, jemanden begrüßen zu dürfen, der heute einen weiten Weg hierher hinter sich gebracht hat aus Hessen. Weit im Hessisch drin. <laughs> der Vortrag wird wie immer mindestens zwei Teile haben. Also, es, wir machen eine Stunde Vortrag, dann ungefähr 20 Minuten Pause, dann nochmal eine Stunde Vortrag. Und ob er dann noch eine Zugabe geben darf, das sehen wir dann schon. Und vielleicht sogar noch Fragen antworten, schauen wir mal. Also, wir begrüßen Frank Köster. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Habe auch schon so ein bisschen Gespür aufgenommen mit Regen. Bin positiv überrascht. Kannte ich vorher nicht. Ist ja richtig klasse hier. Und es hat so eine, so eine gewisse handfeste Energie hier. Schön hier zu sein, schön bei euch zu sein. Ich freue mich sehr. Ja. Und da haben wir so ein, so ein Stück weit schon ein Vortragsthema mit drinnen, wenn es um Energien geht. Eine handfeste Energie ist in einem Raum oder es fühlt sich hier gut an. Ich habe gemerkt, auf der Anreise hierher, es fühlte sich gut an für mich. Ich achte da immer sehr genau schon auf die Zeichen. Geht es flüssig? Was passiert mir? Oftmals, ja, wie sollte das Leben mit uns sprechen, wenn es sprechen könnte? So, genau so, über Zeichen. Und ich verspreche euch heute Abend einen... Sehr spannenden Abend in zwei Teilen, einer Stunde. Wir werden uns ähm, damit befassen, wie das Leben mit uns spricht. Es ist sehr spirituell. Also nichts heute Krisenvors Krisenbegleitung oder harte Themen mit äh, von Maske bis hast du nicht gesehen. Ganz spirituell sind wir heute, vollkommen weichgespült sozusagen. Ja. Aber eigentlich doch nicht. Ähm, denn ihr werdet merken, in den nächsten zwei Stunden mit einer Jeweils ein Stundenblock, ähm, spreche ich über so etwas wie eine alte Weltordnung, währenddessen man uns ja eine neue Weltordnung verkaufen möchte. Und ich hoffe sehr, das ist so ein bisschen mein Ziel heute Abend, euch so ein bisschen wieder zu erinnern an Dinge, die ihr in euch drinnen spürt. Aber da breche ich jetzt schon wieder ganz weit voraus. Ja, das wäre so Ziel des Abends. Lasst euch überraschen, wird spannend. Ich stelle mich jetzt erst einmal vor ähm, und frage euch, wer kennt denn meinen Kanal? Dann habe ich immer so ein bisschen, ähm, ach doch, ein, ja, die Hälfte so ungefähr, okay, alles klar. Dann sage ich ein paar Worte zu mir nochmal. Dann zeige ich euch meinen Kanal. Ich glaube, das kann ich jetzt tun. Das ist ein Ausschnitt meines, Kanales, meines Kanals, meines YouTube-Kanals in dem Fall. Ich bin auch bei Telegram. Ähm, da findet ihr über 500 Videos. Ähm, alles ohne Werbung, alles frei zugänglich. Da sind Gespräche mit Leuten dabei. Ob das jetzt der leider zu früh verstorbene Götz Wittneben ist oder der Wolfgang Effenberger oder 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 oder. Also die Lichtblickrunde mit dem Richard, mit dem Christian, die kennt ihr ja hier vom Osiris Verlag. Und und und. Es gibt das alte Format der, der Krisenbegleitung. Es sind die grünen Videos und Heute treiben wir uns im roten Bereich des Kanals rum. Auch nicht in Geostrategie. Heute sind wir im roten Bereich bei den spirituellen Videos. Ja. Die nenne ich immer SSS, ihr seht es hier auch. Das sind die ganzen Kanaldeckblätter. Ich komme eigentlich aus der Alternativszene. Vor 20 Jahren fing ich an mit Bücherschreiben. Ähm, damit ging es los. Und äh, C hat mich dann, das große C. Hat mich, als ich beim Supermarkt rausgeflogen bin, weil ich keine Maske hatte und die alle in einem anderen Film fuhren, ähm, bin ich rausgeflogen und dachte mir jetzt ganz spontan, jetzt machst du einen YouTube-Kanal auf. Das kann ja alles nicht sein. Ja, so ging das. Das, das war, so war es, exakt. Ja. Okay, da, da bin ich nun, also mit dem Kanal. Es gibt also diese Bücher von früh über, früher über Remote-Führung, kam ich dahin, habe ich im Jahr 2000 angefangen. Jetzt habt ihr diesen Kanal, schaut vorbei, wenn ihr möchtet. Heißt so wie ich, Frank Köstler einfach, den gibt's in Telegram, den gibt's in YouTube. Das ist aber eigentlich nur dieses Äußere, die äußere Fassade. Es gibt natürlich auch noch so etwas wie den, den inneren Frank. Und da möchte ich euch jetzt mal fragen, vielleicht haben wir da dieselbe emotionale Basis. Und zwar ist eines meiner, meiner ersten Gefühle, dass ich erinnere auf dieser Erde, ein tiefgreifender Argwohn. Ein tiefgreifendes Misstrauen, ein Gefühl von, hier stimmt etwas nicht. Bohrend, immer da. Kennt jemand dieses Gefühl? Hier stimmt etwas nicht. Bitte mal so Handzeichen zum, zum Einschätzen. Ja, sind es, bei, ja, bei meinen Vorträgen sind es immer so um die Hälfte rum von den, von den Leuten, von den Menschen, die da sind, die dieses Gefühl kennen. Und es ist tatsächlich so. Es ist eines meiner ersten Gefühle. Auch diese Frage, wo bin ich hier? Wer bin ich hier? Was ist hier los? Diese drei Fragen, wo bin ich, wer bin ich, was ist hier los, gehören zu meinen ältesten Fragen, die ich mitbringe, die ich habe. Und im Grunde dieses bohrende Gefühl, auch diese Irritation, als ich dann größer werde, eine, auf eine ziemlich kalte Welt zu treffen, auf eine ziemlich brutale Welt zu treffen, was, was geht hier? Ähm, verbunden mit einem Forschergeist. Ich wollte als Kind schon immer unbedingt alles wissen. Ich lag im Bett und habe gezittert. Ich wollte alles wissen, was das Wissen. Und dann kam schon die Schule. Und da wurde genau dieser Trieb, alles wissen zu wollen, diese wurde perfekt überdeckt. Also ich habe gebraucht bis 40, bis ich wieder alles wissen wollte. Ja, <laughs> tatsächlich. Ja. ja. Lag, zum Beispiel lag ich manchmal im Bett und ähm, ich habe euch erzählt, ich hatte ein Problem mit dieser Raumzeit hier. Also, ich habe sehr wohl gemerkt, du kannst, äh, wenn du einen Fußball an den Kopf bekommst, ist der sehr real, ja? ähm, der haut dich um. Aber trotzdem war das kein Beweis dafür, dass hier das Ganze Realität sein könnte. Und das habe ich versucht, mit diesem Foto hier einzufangen. Mir kam das hier immer alles so vor, als wäre es unwirklich als wäre ich in einer Art Pappmaché-Kulisse. Als könnte ich irgendwie dagegen treten. Ich habe sehr frühe Erinnerungen, dass ich in einem Gebüsch saß, das Licht fiel durch die, durch die Blätter herein und es war zum Greifen nah, dass ich hinter die Welt komme. Und doch nicht. Weil so Begriffe wie hinter gehen nicht, aber es war in mir drin, kennt ihr das? Oder haben wir einen Kontakt, kennt ihr, wovon ich rede? Du, du merkst diese andere Welt dahinter, du merkst sie, sie ist da, aber du kannst sie nicht greifen. Und du kannst sie auch nicht mit dimensionalen Worten holen dir, geht nicht. Also hinter, vor, passt nicht. Okay, das habe ich versucht damit zu sagen. Also sehr wohl, wir sind hier in diesem Bild, sind wir sehr wohl innerhalb dieses, dieses Kartons, ja? Und da draußen, das wäre die wahre Welt. Aber nicht unsere Umwelt da. Das wäre alles im Karton. Diese Unwirklichkeit. Ich lag in meinem Bett oftmals, ähm, also ich möchte mich euch vorstellen, wie ich hierher kam und wie es zu all diesen Dingen kam, dass ich Vorträge halte und sowas. Ich lag in meinem Bett und äh, ab und zu besuchte mich ein ja, Engel, Geistwesen, sonst irgendwas. Keine Ahnung. Es war ein, eine nette Wesenheit. Und die hat mir in meiner kleinen, zerbrechlichen Welt, die war öfter mal nah am Abgrund schon als Kind irgendwie, ähm, hat die mir erklärt, dass alles gut wird. Es wird alles gut. Und erst vor fünf bis zehn Jahren, irgend so etwas, habe ich mich dabei ertappt, dass ich selbst Geistreisen zu mir als dem, dem kleinen Bub ins Bett unternehme und ihm erzähle, dass alles gut wird. Und das brachte mich auf die Idee oder auf die Frage, mich zu fragen, ob unsere Zeit wirklich so, wie wir das in der Schule entheiligend gelernt bekommen, wirklich linear verläuft. Wir kennen ja immer diesen Graph, ne? Y und X, die Zeitlinie linear immer in eine Richtung. Aber durch dieses Erlebnis, was ich da selbst als Aha-Effekt in mir erlebt habe, dass ich mich selbst besuche, Dachte mir, vielleicht ist die Zeit eher wie eine CD oder eine DVD, wo alles drauf ist, schon immer. Und wir nehmen es nur linear wahr, weil wir es so gelernt haben. Oder die Zeit ist vielleicht wie eine Knospe, die genau weiß, sie wird eine Blume. Und sie wird rot sein und eine Rose. Es ist alles schon da. Und wir nehmen es nur nacheinander wahr. Also mit solchen Gedanken könnten wir jetzt alleine einen Abend verbringen. Aber so viel mal zu mir, wieso ich jetzt hier eigentlich über so ein Thema rede, über die Welt hinter der Welt, ähm, eigentlich mein Lebensthema, schlägt es euch zu Füßen. Ähm, und ich möchte euch heute Abend Impulse mitgeben. Und ich kann, ich kann wetten, ich meine, ich habe ja gelebt, ihr geht anders raus. Ihr werdet die Welt anders sehen. Denn eines ist uns allen passiert. Wir wurden abgeschnitten. Wir wurden von dieser Welt abgeschnitten. Wir wurden von der Heiligkeit, von der Sakralität der Natur abgeschnitten. Und wir werden das heute in diesen zwei Bereichen im, im, im Vortrag sehen. Wir reden erstmal über die aufbauenden Kräfte, wie die mit uns reden. Leitfrage war vorhin die ganze Zeit, fragte ich das, wie sollte die Welt mit uns reden, wenn sie es könnte? Ein Mensch kann mit uns reden, ein Tier kann Mimik machen. Wie sollte die Welt mit uns reden? Das möchte ich euch zeigen über Zeichen verschiedener Art. Und dann fassen wir uns mit den, mit den lebensabgewandten Kräften, wie die mit uns reden, und werden ein Fazit da ziehen. Und dann werdet ihr ganz klar sehen, auch darin ist ein, ein, ein Ding, das ist der, das Galopp durch den Abend, wie wir ähm, abgeschnitten werden sollen. Wir beginnen. Ich habe dieses schöne Gemälde hier von dem Silvian Sternhagel gewählt, um zu verweisen auf das hier und dort, auf das Diesseits und das Jenseits. Wir, wir, wir leben alle hier sinnbildlich auf dem unteren Rand, auf der Oberfläche und noch dazu sehr oberflächlich gehalten. Ja, auf der Oberfläche, in Oberflächlichkeit. Das ist momentan ähm, ganz unzufällig die Situation, in der wir uns als Menschen befinden. Und ganz innen gibt es so etwas wie ein Urlicht. Ich rede jetzt spirituell darüber. Ja. Wir könnten jetzt auch sagen, das ist nach Burkhard Heim der, der GAP-Bereich, Gott allein bekannt. Das ist der Bereich von, von Idee, Schöpfung, Intention, Wille, Wert. Wille werdend, sich konkretisierend in Zielen. Was wir hier sehen, ist im Grunde ein Prozess, ich interpretiere das so, vom Licht, von der Idee, von der Energie über die Frequenz, über die Konkretisierung heraus in die Materie. Das sagen uns, sagt uns altes Wissen jedenfalls. Und, und mit diesem alten Wissen, alte Weltordnung, er hat etwas sehr Aufgehobenes. Möchte ich euch heute Abend ein bisschen konfrontieren? Das tut gut. Und möchte euch zum Staunen bringen. Ja, komm, wir machen mal gleich weiter hier. Ja, und wir reden halt über alltägliche Wunder. Wunder ist dabei ein, ein Sammelbegriff für mich. Ähm, für meine roten Videos heißen SSS-Videos. Ja. Meine Kinder kamen schon zu mir und sagen: Papa, kannst nicht SSS-Videos nennen? Sag ich, wieso nicht? Ja, SS. Sag ich, ey. Also, da sind wir jetzt, ja? Gut, SSS, für was steht's? Für Seltsamkeiten, Spirituelles, Synchronizitäten, ähm, Serien. Habe ich was vergessen? Spirituelles, Seltsames, Babababab, Spiegelungen. Dafür stehen die S. Und das verweist auf viele alte Weltordnungen. Wir kommen drauf. Ich will nicht zu lange hier bleiben. Man hat uns diese alte Weltordnung genommen. Ganz viel über Schule, Rationalität, Vernunftdenken, die Aufklärung, das Wissenschaftliche, nur wissenschaftlich alles, nur eine Perspektive. Ähm, sie hat eine Bewandtnis, sie ist wertvoll, aber sie trennt uns letztendlich von der Magie der Welt. Denn die ganze Welt ist magisch mit uns mittendrin. Und das haben wir leider vergessen. Und darüber ist sehr viel Aufgehobenheit von uns ist verloren gegangen ungefähr Mitte des letzten 9, des 19. Jahrhunderts, aber das wäre mein Vortrag zur deutschen Seele. Da begann der Darwinismus, da begann das neue Weltbild, das so reduziert war, das alles evident sehen möchte. Und leider zerschneidet es die Käfer, fragt aber nicht mehr nach ihrem göttlichen Dasein. Also nur eine Perspektive, ich muss schneller sein, weil wir eine Stunde jetzt erstmal haben. Gut. Zweck meines Vortrags ist Impulse zu geben zum Staunen, Rückverbinden, zum Erinnern euch tief in euch zu erinnern. Ich gehe weiter. Eine kleine Einführung, eine kleine Übersicht über den Abend. Wir machen die Einführung in Serien seltsames, auch mit Beispielen. Ich hoffe, ich denke dran. Muss ich immer gucken jetzt hier. Ich liefere euch den Hintergrund über altes Wissen. Ich werde es vermischt tun, um Zeit zu sparen. Danach gucken wir uns das ist sehr entspannt für euch, für mich aber auch. Fotos zum Staunen an, ein Werkzeug, das ich benutzen werde, nämlich Selbstähnlichkeiten, die uns überall umgeben, auch vor eurer Haustür. Ich möchte euch damit ermuntern, mit wacheren Augen oder ja, sensibilisiert in die Welt zu gehen. Dann machen wir eine Pause und nach der Pause wird es kriminalistisch, da schauen wir uns Weltgeschehen an, Symbolik im Weltgeschehen, denn vor aller Augen redet man ständig mit uns symbolisch und die Leute kapieren es nicht. So ungefähr wie mit Streifen am Himmel oder Masken vor Gesichtern und sie kapieren es Deswegen meine Mission, zweiter Teil des Abends dann die Kriminalistik und ein kleines Fazit, dann habt ihr es schon hinter euch. Ja. <laughs> Gut. Also, gehen wir rein. Altes Wissen. Ich versuche euch jetzt altes Wissen nahezubringen mit Beispielen. Ist die Welt ein großer Spiegel? Ich habe den Vortrag... Äh, Weltgeschehen, was es spiegelt, genannt, ist die Welt ein großer Spiegel. Ja, schaut mal, ich nehme wir in mein Büro. Da findet ihr eine Palme von meinem Urlaubsort vor einer Ananas. Was sagt uns das? Ja. Die Welt baut ihre Objekte aus gleichen Bauteilen wie Lego-Stücken zusammen. Ja? Da ist diese Ananas mit der Palme nur ein Beispiel. Wir werden viele kennenlernen. Bedeutet, denkt immer, habt bitte bei dem Vortrag immer das, das grüne Bild im Hintergrund, im Hinterkopf. Die Ursonne, es ist alles aus einem gemacht. Und es sind verschiedene Erscheinungsformen, die auf eins fußen. Man benutzt dieselben Bauteile für die Formen. gibt vielleicht schon einige bei euch, die kennen einen Herrn Scheltrek, die kennen einen Herrn klattny mit seinen Geigenklangfiguren, die kennen den Masaru Emoto oder den Herrn Lauterwasser und 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 wie sie alle heißen die alle beschreiben einen einzigen Vorgang, den von diesem grünen Bild wie aus der Zentralenergie über energetische Konkretisierungsprozesse, Formen entstehen. Die haben verschiedene Namen dafür. Morphische Felder und so weiter. Okay, so viel mal. Worauf, worauf beruht diese Selbstähnlichkeit, die die Natur uns da zeigt? Haben wir eine Evidenz an altem Wissen dafür? Gebe ich euch, haben wir hier aus dem 13. Jahrhundert ein persisches G Gedicht. Ich liebe es. Wisse, die Welt ist ein Spiegel, von Kopf bis Fuß. Spaltest du das ach, nein, in jedem Atom lodern 100 Sonnen. Spaltest du das Herz eines einzigen Wassertropfens, quellen 100 reine Ozeane hervor? Bis hierhin nehme ich es mal jetzt. Wir könnten es auch mehr machen, sparen wir uns, das ist die dreieinhalb Stunden Version Vortrag. Wisse, die Welt ist ein Spiegel von Kopf bis Fuß. Gehen wir da mal herein, ist klassische hermetische Lehre. Wie oben so unten, wie, wie innen so außen, wie im Kleinen so im Großen. In der Christ, im, Im christlichen Bereich hermetische Lehre. Die Welt spiegelt sich. Und merkt euch schon mal den Begriff der Resonanz in Form von Anziehung der gleichen Teile. So, in jedem Atomlodern 100 Sonnen, hier wird über was wird hier geredet? Über Atomkraft. Leute, da, da ein Gedicht aus dem 13. Jahrhundert mit Atomkraft in jedem Atomlodern 100 Sonnen. Spaltest du das Herz eines einzigen Wassertropfens, heißt nichts anderes wie Wasserstoff und Wasserkraft. Das ist das Knallgasexperiment. Spalte das Herz, nicht den Wassertropfen, der hat H2O, das Herz eines Wassertropfens. Jetzt war ich da auch so ein bisschen. Mich hat eine Sache da an diesem Gedicht äh, bisschen. Ist ja erstmal toll. Die erzählen uns da im 13. Jahrhundert Dinge, die sie nicht wissen könnten. Sensation, Sensation, toll. Aber mich hat eines dabei sehr, sehr, sehr ähm, stutzig gemacht. Und zwar das Wort Atom. Das Wort Atom, was ist das? Ist das jetzt, das ist Neudeutsch? Ist das ein Übersetzungsfehler? Was ist denn das? Und kann mir auch keiner sagen, dass dieses Ding jetzt von 13, 20 ist in so einer modernen Sprache. Es wurde übersetzt. Also habe ich mich auf die. Reise gemacht ähm, und habe gesucht nach alten Versionen dieses Gedichtes. Und ich würde fündig. Ich habe hab dieses Gedicht gefunden im Slang von 1840. Also zu der Zeit, als äh, Goethe gerade mal acht Jahre tot war und noch das Echo, der Nachhall der deutschen Romantik und des deutschen Idealismus bei uns in den Geistfeldern war, Berte, noch da war. Ich habe also eine alte Version gefunden, Kurzversion. Ähm, und die heißt dann, haltet euch fest, ein Spiegel ist die Welt vom Fuß bis zum Genick, und hundert Sonnen strahlt ein Stäubchen bloß zurück. Wenn einem Tropfen du das Herz entzwei willst spalten, so werden mehrere sich daraus entfalten. Also ihr merkt, es ist diese blümerante, liebevolle, alte deutsche Sprache, 1840, ich weiß schon, ob ich es gesagt habe. Und plötzlich merkst du, wow. Der Sinn, der Sinn von dem Ding ist aber gleich. Der Sinn ist gleich. Und 1840, das wollte ich jetzt nur mal kurz äh, sagen, wusste noch keiner, was offiziell von Atomkraft oder Wasserkraft, also Wasserstoffkraft, Wasserstoffexplosion, bababa. Wow, dachte ich mir, cool. Das, das nenne ich mal altes Wissen. Und da haben wir schon in, zu dieser Zeit, da bewegen wir uns ja, haben wir dieses Ding, wisst die Welt ist ein Spiegel. Die Welt spiegelt. Ja, was spiegelt die Welt uns? Die Welt spiegelt uns, die Welt ist wie ein Spiegel, der in Milliarden Teile zerbrochen ist. Es gibt nicht die Wahrheit, aber ich will auch nicht zu viel an Konzepten ähm, reingeben vorher okay ich guck mal das schwarz Ah, genau und dann ähm, vielleicht sehen wir uns noch mal zu dem deutschen Sprachevortrag. möchte ich euch noch mal ähm, aufmerksam machen hier auf das Wort Gleichnis, ne? Leben, Welt und Geschehen sind ein Gleichnis. Da habt ihr in dem deutschen Wort Gleichnis habt ihr die Gleichheit schon drin. Ne? Finde ich genial. Ein Gleichnis beruhen auf ein und derselben Quelle sind nur Ausformungen ein und derselben Energie. Merken wir uns mal und gehen weiter. Hier habt ihr ein weiteres altes, einen weiteren alten Vers. Und zwar Intras Perlennetz. Wir sind bei altem Wissen. Und das ist die Grundlage für die Bilder, die ich euch zeigen werde, um die zu begründen, die, jetzt da, die danach dann kommen. In, in Intras Himmel, so heißt es, hängt ein Perlennetz, das so angeordnet ist, dass man in jeder Perle alle anderen wiedergespiegelt sieht. Wow! Also, das, das ist genau das, was wir eben gehört haben, ne? Genauso ist jeder Gegenstand in der Welt nicht bloß er selbst, sondern schließt alle anderen mit ein und ist selbst in jedem anderen Teil enthalten. Das ist altes Wissen. Die Welt spiegelt sich andauernd selbst im. Es gibt eine, eine tibetische zentrale Lehre, da wird das, die Welt nicht als Perlennetz verstanden, also in Intras Himmel des Perlennetz, sondern da sind es die Tautropfen in einem Spinnennetz. Ja, diese Variante gibt es noch. Stellen Sie sich ein mehrdimensionales Spinnennetz am frühen Morgen vor, das mit Tautropfen bedeckt ist. Und jeder Tautropfen enthält die Reflexion aller anderen Tautropfen. Das ist ein Bild für, und für, die, für unsere Welt. Und bei jedem reflektierten Tautropfen fallen die Reflexionen aller anderen Tautropfen in dessen Tau. Wow. Alles. Kurzversion, alles spiegelt alles. Und ich, ich bitte Sie, das hört sich jetzt erstmal so, jo, okay. Nehmen Sie es beim Wort, denn es wird uns nachher wegbeamen. Alles spiegelt alles, die Konsequenz dessen. Okay. Ja, da haben wir noch was ziemlich Verrücktes, ähm, unser Gehirn. Gehen wir mal auf Innenwelt und Außenwelt. Ein jeder von Ihnen trägt die Materie gewordene Innenwelt, der Summe seiner Erfahrungen und Urteile über die Welt in seinem Inneren, über die Nervenbahnen in sich mit alles, was ins Netz der bevorzugten Bahn. Je öfter sie einen Gedanken denken, umso mehr wird aus der Nervenbahn ein. Trampelfahrt, ein Weg, eine Straße, eine Autobahn. Also immer dicker. Und je mehr wir einen Gedanken denken, umso mehr formen wir unsere Innenwelt, unser Innenweltbild. Ich rede immer vom Kirchenfenster. Welche Glasfacetten hast du in deinem Kirchenfenster, deinem persönlichen? Ein sehr irrer Vorgang, denn die Außenwelt und was wir über sie finden, wird zu Materie in unserem Gehirn. Das ist Form. Bildung in uns drin, weil wir jetzt sehr viel über Formbildung hier reden werden. Formbildung in uns drin. Ja, die Innenwelt wird der Außenwelt angeglichen. Wow. Und ich sage das nur als kleinen Exkurs deswegen, weil wir da im Großen wie im Kleinen ein Adäquat zum Universum hätten, wenn wir so etwas wie Raumfahrt annehmen wo von einem Planeten zum anderen Verbindungen geschaffen würden. Es wäre auch, wie das, als würden dort Nervenbahnen zwischen den Welten gezogen werden. Ich finde es sehr schön, wer kennt denn den Film Contact? Kennt den jemand? Contact mit Jodie Foster, einige wenige. Da wird, ähm, was ist die Essenz dieses Filmes? So etwas wie ein Jenseits-Mimikri, ein individuelles. Das Jenseits passt sich den Vorstellungen, steht in Resonanz, gleicht, ist ein Spiegelbild den Vorstellungen des Einzelnen. Warum? Die Protagonistin, die ihren Vater seit Jahrzehnten vermisst, hat einen Lieblingsort und als sie die Raumschiffpläne erhält, um in ferne Welten zu reisen und äh, nach unseren Maßstäben keinen Meter von der Erde weggegangen ist, erlebt eine individuelle... Kulisse, in der sie ihrem Vater begegnet, an ihrem Lieblingsstrand ist und der ihr erzählt, was sie wissen muss, was sie für die Welt zurückbringen muss. Und dabei fallen ihr, guckt euch den Film an, der ist großartig, fallen ihr oben Lichtblitze am Himmel auf, Lichtblitze dauernd. Sagt, was ist das? Was ist das? Sagt, das sind Reisende wie du. Ich habe keine Ahnung. Wir haben das seit Jahren Millionen so gemacht. Und diese Reisenden sind im Grunde äh, wie, die, wie die Nervenbahnen hier vom Gehirn. Ja, ein wunderschönes Bild. Okay, im Kleinen wie im Großen. Das vielleicht einfach als äh, Beispiel. Ja, okay. Und natürlich, unsere Sprachweisheit hat das alles schon lange gewusst. Überhaupt finden wir in den Sprichwörtern, Ganz viele Anlehnungen an diese alten Wahrheiten. Ne? Wie im Kleinen, so im Großen, wie oben, so unten, wie der Herr, so ist Geschirr. Achtung, hier sind wir nicht mehr bei Formbildung. Den Weg müssen wir heute Abend sowieso gehen. Der Himmel spiegelt zwischen Wasser, was du siehst, wirst du ernten. Hier geht es um Prozesse in der Raumzeit. Wie du handelst, so kommt es zurück. Wie du in den Wald rufst, so kommt es heraus. So schallt es heraus. Hier geht es um Echo. es geht um Resonanz. Weiter. In der Formwelt, wir sind eigentlich noch in der Form, in der Formwelt haben wir es ähm, damit zu tun, dass eine Walnuss, die gut fürs Gehirn ist, äh, einem Gehirn ähnelt oder gleicht. Wir haben es damit zu tun, dass ein Lungenflügel einem Baum gleicht. Beide transformieren die Luft, also haben ähnliche Wirkmechanismen. Wir haben einen, einen Fingerabdruck, der einem Baumstumpf gleicht, oder eine Plazenta, die einem, einem Baum gleicht. Gleichheiten, die Welt als Spiegel. Wir finden einen eingerollten Fahnen, das ist Materie, oder die Muschel ist Materie, die einem, einem Wirbelsturm gleicht oder sogar den Spiralnebeln im ganz großen Bereich. Die Welt ist in Legosteine, in Fraktale äh, zerlegt, so als ob wir in einer Art Programmcode leben würden, so als ob dahinter Mathematik alles bestimmen würde. Da sind wir ganz, ganz nah schon dran an einem Weltbild, wo wir uns fragen müssen: Mensch, leben wir am Ende in einer Computersimulation? Ich werde euch und ihr werdet, wir sind immer noch nur in der Anhaltsphase. Ihr werdet mit diesen Sachen nachher konfrontiert und ihr dürft die für euch entscheiden. Ich werde die euch nicht vorgeben. Ja. Okay. Und äh, wir haben dann, was ist diese Kurve hier? Das ist im Grunde Fibonacci, die Fibonacci-Zahlenfolge, die die dekodiert es quer über die Erscheinungsweisen unserer Welt. In, in der Luft, im Wasser einer Welle oder in der Feststofflichkeit. Fraktale Apfelmenschenprinzip. Ich kann leider mit vielen Dingen nur jetzt drüber schlittern. Es gibt allein zu diesem Ding einen extra Vortrag. Ja, der geht auch zwei Stunden. Wir können nur drüber schlittern. Aber wir wollen auch heute woanders hin. Gut. Befassen wir uns noch einmal. Ihr kennt das. Sind wir schnell durch mit Formwerdung in der Natur. Ich habe euch einfach ein paar Eichenblätter hier hingetan. Wie, wie ähm, arbeitet die Natur? Die Natur kopiert nicht. Und die Natur ist nicht chaotisch. Ha, hätte ich andersrum machen müssen. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> Im Gegenteil, erschafft sie in einem Balanceprozess aus beiden Ähnlichkeiten. Bei den Formen ist uns das klar, dass nicht jedes Blatt sieht aus wie das andere, sondern es ist immer ein, ein Prozess von Chaos und Ordnung, der hier miteinander ringt. Das unterscheidet uns vom P Computerprogramm, also von denen, die wir heute momentan benutzen. Da wird kopiert. Die dunklen Mächte können wir uns auch schon mal merken, kopieren, machen nach. Schöpfung nicht. Schöpfung ähnelt. Insofern mag man einwenden, stimmen auch die, die Beispiele von, die Welt ist ein Spiegel nicht ganz, denn ein Spiegel ich würde eher sagen, der zeigt genau das, naja, was wir sehen. Ne? Okay, gut. So, und jetzt kommt ein wichtiger Gedanke, den brauchen wir für den Rest des Abends. Wir wissen jetzt, die Naturachtung arbeitet in Selbstähnlichkeit, okay? Wir wissen das seit Cheltrig, seinen morphischen Feldern und so weiter. Warum sind wir auch in der alternativen Szene noch nicht den nächsten logischen Schritt gegangen, um zu sagen, wir gehen über die reine Formentstehung hinaus, was diese Selbstähnlichkeit angeht, und transportieren das Ganze auf Prozesse in der Raumzeit. Wenn wir ganz genau sind, ist die Entstehung eines Eichenblattes ein, eine Ereignisabfolge eine, in, in, der, in der Raumzeit? Es sind viele Ereignisse, die zur Form des Blattes führen. Wir sehen nachher das Blatt und sagen, ja, ist Formwertung, ist selbst ähnlich Ende. Aber eigentlich reden wir, Achtung, das wird wichtig, wir reden über Ereignisse und Geschehnisse. Also könnten wir zum Beispiel, ich mach's mal provokant, könnten wir zum Beispiel auch sagen, oh, wenn die Costa Concordia jetzt fast auf den Tag genau 99 Jahre und 9 Monate nach der Titanic sinkt, kann das ein Selbstähnlichkeitsprozess sein. Jetzt sind wir über die Form hinausgegangen und wir werden es heute Abend noch ein paar mal tun. So, zyklen, zyklen und Abfolgen von Serien. Jetzt kommen wir eine halbe Stunde rum, wir kommen langsam ran. Ja? Ähm, Zyklen, die Abfolgen von Serien. Lasst euch... Oh, hier fehlt was. Guck mal da du. Aha. Na gut. Augen zu und durch. Hier fehlen jetzt so Koordinatenkreuze, Tralala. Egal. Zyklen und die Abfolgen von Serien. In der Natur sprechen wir von Zyklen ganz äh, normal. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dann kommt wieder Frühling. Also haben wir einen Zyklus. Nein, haben wir nicht. Wir haben eine Serie. Aber es wird... Wir kommen noch darauf. Ja, Ereignisabfolge, da ist es uns das Ganze eigentlich ziemlich äh, gewahr. Ja, jetzt sagen wir so mit unserem unkonditionierten Verstand, äh, das ist immer wieder dasselbe, also ist es ein Zyklus. Frühjahr, Sommer, Herbst, und Winter. Nein, dieses Frühjahr gleicht nicht dem letzten Frühjahr, dieser Sommer nicht dem letzten, dieser Winter nicht dem letzten. Ein Zyklus ist etwas, was, sich, was wieder beginnt. Also wie die Uhr, die Uhr, die, die Uhr, die Uhr, nicht der Tag. Die Uhr ist ein Zyklus, die beginnt und endet bei wegen mir 12 Uhr, ist egal, das ist ein Zyklus. Das hier ist eine Ereignisabfolge, eine Serie, wir gebrauchen das falsch. Dann, dann reden wir von Alltäglichkeit, ein Tag im, im Kalender, ich rede jetzt von Manipulation im Grunde. Ein Tag sei, sei wie der andere Alltag, 24 Stunden lang, nein, es gibt... Es ist offensichtlich Wahrheit. Es gibt kurze Tage und es gibt lange Tage. Kurze Nächte und lange Nächte. Und jeden Tag ist die Sonne ein bisschen anders, die Ekliptik ein bisschen anders, das Licht ein bisschen anders. Kein in Wahrheit gleicht kein Tag dem anderen. Kein Tag dem anderen. Sie jeden Tag spannend. Ja. Das wäre die Natur. Ein Beispiel für die Natur. Dann haben, wir, dann haben wir ja noch die, die Kalender im Großen, die Monate. Zwölf Monate, und dann beginnt es wieder von vorne. Das sind alles Fiktionen, in denen wir leben, die haben mit der Wahrheit nichts zu tun. Leben und sterben. Wir kommen als, als Mensch auf die Welt, werden größer, erobern mehr Fähigkeiten, erobern mehr von dieser Welt, dass, dass wir uns untertan machen mit dem, was wir können in ihr bevor es nach der Ekliptik wieder zurückgeht, wir werden schwächer, älter, verlieren Fähigkeiten, hören, sehen nicht mehr so gut, können nicht mehr Radfahren, sonst was, ähm, bevor wir sterben. Erkennt ihr, wie unsinnig es wäre, wenn wir an, anhand jetzt von einer Natur, die von, von Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter immer wieder zu, abwechselt, wenn wir jetzt sagen würden, so, der Mensch ist tot und dahinter kommt nichts? Nein, natürlich. Auch das müsste dann eine, eine seriale Abfolge, sagen wir weiter, gut, Zyklus dazu sein. Das nächste Leben wartet. Das Rad der Wiedergeburt, ja, klar. Mir kommt es jetzt hier auf die Zyklik an. Ja, wir gucken uns Zyklik an unter der besonderen Begutachtung, dass es eine Serienabfolge ist. Okay, aber das, das wäre jetzt alles noch natürlich. Das Ganze gibt es aber auch dann abstrahiert in der Wirtschaft. Zyklen seriale abfolgen. Und ich möchte, warum, warum reden wir darüber? Weil ich warum reden wir darüber? Weil wir ein Weltbild haben, wo uns nur Kausalität und Wissenschaftlichkeit begegnet. Serienforschung ist ein Schmuddelkind, der Kamera hat es gemacht, Paul Kamera. Letztes Jahrhundert, 20er Jahre, glaube ich, der hat Serienforschung betrieben. Das passte aber nicht in den Darwinismus und sowas herein. Das ist einer der verfemten Wissenschaftler. Ja, Kamera, Gottes Willen, wie kann man den nur? Der hat Forschung betrieben. Danach hat seine Forschung der, der CG Karl Gustav Jung aufgegriffen, hat es um die Wahrnehmung, um das Bewusstsein erweitert. Erzähle ich euch noch kurz. Das ist alles unerwünschtes Wissen, weil es uns verbindet mit den Urgründen der Natur, mit, mit, mit dem, wo, 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 was wirklich relevant ist. Stattdessen kriegen wir Fiktionen drüber gesetzt. Habt ihr die letzten fünf Jahre super gesehen? Postfaktisch gab's schon immer. Die Menschen leben in Fiktionen. Nicht in der Realität. Okay. Ähm, in wirtschaftlichen Zyklen hast du das Ganze auch. Kontra dir, Wir erleben gerade so einen Zyklus wieder. Das Ende eines Zyklus. Ist die Theorie. Dass jede Wirtschaft sich befindet in einem Prozess von Wohlstand, Rezession, Depression und Verbesserung. Ja. Die Wohlstandszeiten haben wir hinter uns, die markierten aber auch ein, eine Degeneration von Werten. Und jetzt erleben wir das Umstülpen dessen. Währenddessen der Wohlstand schwindet, werden die Werte zurückkehren. Wartet noch zehn Jahre. Ich habe immer so einen Nächsinn für die Dinge. Ihr werdet, ihr werdet sehen, dass nachdem hier einiges gegen die Wand gefahren würde, der Neuaufbruch kommt. Jede, na ja gut, jede werde nicht, aber ja, kommt. Heute nicht unser Thema, das wäre da äh, Franks Freiheiten immer, gell, für die, die es kennen. Da besprechen wir immer das, was passiert gerade. Okay, wirtschaftliche Zyklen und letztendlich, das kennt ihr vielleicht, haben wir dieses Werden und Vergehen, das wir beim, beim einzelnen Menschen haben, auch kollektiv in komplexen gemeinschaften der, der aufstieg und fall roms zum beispiel ja. oder du siehst es jetzt am amerikanischen imperium die, die fronten sind ausgedehnt bis zum über und jetzt bis, bis zum, zum aufplatzen und jetzt kommen die gegenkräfte das ist das berühmte gummiseil das man so lange zieht bevor man es wieder an der backe hat ja. Und du hast diese Prozesse, wir sind übrigens ungefähr hier gerade, ja. Naja. Ihr seht, also um es nochmal zu sagen, hartzeiten schaffen starke Männer. Ja, über Entbehrung wirst du stark starke Zeiten schaffen starke Männer schaffen dann die guten Zeiten die guten Zeiten machen leider dekadent müßig das ist so Rom ne du liegst so auf deiner Liege die Sklaven reicht dir die Trauben in den Mund du musst nichts tun ja bei Asterix auch sehr schön verbildert wenn die Metallrüstung dann den Bauch haben ja okay also ich formte diesen wunderschönen Körper auch mit meinen Gedanken ja, ähm, ja und dann schwache Männer schaffen harte Zeiten da da sind wir ungefähr jetzt ja und auch darüber könnten wir wieder einen ganzen Abend reden, denn es gibt Kriegszyklen. Schaut mal, wir haben 16, 18 bis 48 haben wir einen 30-jährigen Krieg her. Ja. Da müssten wir jetzt eigentlich müssten wir darüber reden, welche Energien hier in den Boden eingegangen sind. Was für tiefe Wurzeln wir haben und welche Stärke in uns ist, denn unsere Ahnen wurden ungefähr fünf, sechs Mal fast ausgerottet. Und diese Stärke ist in uns drinnen. Wird vergessen, kommt wieder, macht euch keine Gedanken, ist heute nicht das Thema. 16, 18, 48, 30 Jahre Krieg. Dann hast du. Ich muss spicken. Ich habe den zweiten. Nicht. Ich muss spicken. Doch, doch, 1806 bis 1815 die Napoleonischen Kriege, ungefähr 100 Jahre später. Dann hast du 1914, 1918 hast du den Ersten Weltkrieg und du hast ab 2022, ungefähr 100 Jahre später, hast du den, den Ukraine-Krieg, wo wir alle momentan gespannt sein dürfen, wie der es schon auswirkt. Also, in ungefähr 100-Jahre-Rhythmus. Wobei ich jetzt vorschlagen würde, wir machen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg den Zweiten Dreißigjährigen Krieg, ne? 1914 bis 1945. Und dann, das wäre aber auch wieder extra Sache, können wir darüber reden, ob der wirklich ausgegangen ist, dieser Krieg. Oder ob er unter Umständen noch, gibt es auch Hinweise darauf, weitergegangen ist im Kalten Krieg. Aber das soll uns heute, dass wir es quasi mit einem Zweiten Hundertjährigen Krieg zu tun hatten. Und dann gibt es so etwas wie Pandemiezyklen, das ist uns allen jetzt eher noch gewahr. Wir hatten C, 2000, ab 2020, wir hatten die Spanische Grippe ab 1920. Wir hatten, ich muss spicken, ab 1820 die Cholera und ab 1720 die Pest. Also auch da ein ungefähr 100 Jahre Zyklus. Und so könnten wir noch den ganzen Abend weitermachen mit weiteren Zyklen, wäre auch alles spannend. Das heißt, die Folie soll jetzt nur den. Äh, Grund haben, dass sie euch erstmal hinweist auf, hallo, du kannst die Welt auch in Serien und zyklisch sehen. Ja? Und nicht nur kausal, wissenschaftlich und rational. Und dann müssen wir noch im zweiten Teil darüber reden, dass wir die Welt symbolisch sehen können. Das wird sehr spannend. Gut, weiter. So, ich gebe euch nochmal einen kleinen Überblick über die Mysterien, die ich hier auflässt. Wir haben eben gesprochen über die Formwerdung. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, wer jetzt so in der alternativen Szene ist, der kennt das Ganze. Du hast eben die, Ur, die Urgrund, die Idee, die Intention, über eine Präzisierung der Energien, über zum Beispiel Frequenzen, denkt an die Lauterwasserexperimente, ähm, erschaffst du Geistfelder, Achso, das hätte man vielleicht sagen sollen. Hier oben ist die Welt der, der Objekte, hier leben wir drauf. Ne? Und hier unten ist die Welt des Geistes, der Energien. Ja? Ähm, morphische Felder sind schon fast ganz nah dran ähm, an der Materie und beeinflussen dann die, die Formwerdung, wie was aussieht einfach. Das ist, das ist normale Formentstehung und das sind wir eigentlich auch jetzt gewohnt. Der, das ist euch vertraut, dieser Prozess, mal, vielleicht mal kurz zum, zum Einordnen. Wem, wem ist dieser Prozess hier so weit vertraut? Wer sagt, wer kann das abhaken für sich? Ja, so ist es. Ah, das sind zu wenige. Gut, dann machen wir nochmal eine halbe Stunde jetzt über diesen Prozess. Gibt es nämlich auch einen extra Vortrag? Nehmen, lassen wir, lassen wir. Ähm, gut. Wir werden heute reden eben über Selbstähnlichkeiten. Etwas sieht aus wie etwas anderes. Wisse, die Welt ist ein Spiegel. Intras und das gucken wir uns konkret an, das wird für euch sehr entspannt, für mich dann auch. Das machen wir mit Fotos. Da kann man die Welt anders sehen? Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Sieht aus wie. Also das. da sind wir noch jetzt hier alles Materie. Alles Materie. Mit dem nächsten in unserer Materiewelt, was ich hier konkretisiert, reden wir dann über seriale Ereignisse oder Zyklen. Ich gebe euch da mal ein Beispiel für. Und zwar eine Geschichte, eine Geschichte. Am 16. Oktober stieß der Schoner Mermaid von Sydney in See. Ja, Schoner, Schiffsche, von Sydney in See. Sein Ziel war die Nordwestküste Englands. Vier Tage später trieb das Schiff auf ein Riff. Alle konnten sich retten und wurden von der Barge Swiftschur gerettet. Fünf Tage später geriet jedoch auch die Swiftschur in eine starke Strömung und sank. Alle konnten sich an Land retten. Dort wurden sie acht Stunden später von dem Schoner Governor Ready aufgesammelt. Leider geriet dieser nach drei Stunden in Brand und alle mussten in die Rettungsboote. Der Kutter Komet rettete alle. Allerdings wurde die Komet von einer Windböe erfasst und erlitt Mastbruch. Die Mannschaft nahm das einzige Rettungsboot. Die vorher geretteten Passier Passagiere klammerten sich am Frack fest und trieben im Meer. Dort rettete sie das Postschiff Jupiter. Ende der Serie. Und wenn ihr ein bisschen aufmerksam durch die Gegend geht, werdet ihr merken, dass ihr überall diese Serien bemerkt. Ach so, hier, jetzt ein Schlenker noch. Aber es gibt noch einen kleinen Nachsatz. Auf dem Postschiff Jupiter war eine Frau, die ihren verschollenen Sohn suchte. Sie fand ihn unter der Mannschaft der Mermaid, also des letzten Schiffes. Und das lässt in uns jetzt als Agenten so ein Verdacht aufkommen, dass alles schicksalhaft ist, hat diese Serie dazu beigetragen, dass die Mutter ihren Sohn finden soll. Wow. Aber wie viele Mütter finden ihren Sohn nicht? Also das ist ja wie mit Trump. Die heilige Kugel, Gott hat eingegriffen, sie hat ihn nicht getroffen. Aber was war mit dem hinter ihm? Der ist tot. Okay. Gut. Also so viel zu Serien. Ich habe noch eine tolle Serie, meine Lieblingsserie, die lese ich euch auch noch mal vor. Ja, damit ihr so ein bisschen äh, in die Serien reinkommt: Der englische Kavallerieoffizier Major Summerford, ja, die reden ja immer so Ford, ja, wurde im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges während der Kampfhandlung in Flandern durch einen Blitzschlag von seinem Pferd geschleudert. Gibt ja so Leute, die drifte Blitz in Tempo. Sch sechs Jahre später traf der Blitz ihn noch einmal beim Angeln in Kanada, wohin er ausgewandert war. Okay. Zwei Jahre später wurde er bei einer Wanderung im Park ein drittes Mal vom Blitz getroffen. Dieses Mal war er, ihr lacht ja, dieses Mal war er vollständig gelähmt und starb zwei Jahre später. Ja. Also den dritten hat er nicht überlegt. Vier Jahre später zerstörte ein Blitzschlag sein Grab. Und ich habe, wisst ihr... Ich, ich finde es auch total geil, ja. Ich habe zu Hause drei Bücher, die sind voll von diesen Geschichten. Ja. Also ich, ich, wirklich eine Eisbergspitze, ja. Es gibt eine Welt voller Serien. Ich hatte hier, in der, in der Ursprungsversion hatte ich drin, ähm, ja, jetzt, jetzt kommt ihr das erste Mal, jetzt konfrontiere ich jetzt piekse ich euch das erste Mal, wollte ich eigentlich jetzt gar nicht drauf eingehen, ich habe eigentlich aussortiert, egal. Die Pannenserie des Bundesflugdienstes habe ich recherchiert. Seit 2018. Wisst, wisst ihr, wie viele Pannen wir haben seit 2018 bis jetzt an den Bundesflugdienstflugzeugen, die unsere wertvollsten Mitarbeiter transportieren. Ja? Das waren, jetzt habe ich die Folie schon blöd, gell? Ich schätze mal so, um die 40, 50 Pannen, Hydraulik, Technik, Elektronik, Umdrehen. Und jetzt werden wir damit konfrontiert. Ist das Zufall? Greift da jemand ein? Ist das äh, Gottes Finger? <laughs> ähm, oder Manipulation? Mit was haben wir es zu tun? Oder ist eine, das Gesetz der Serie, der Programmcode? Was ist das? Und das werdet ihr heute Abend noch, das kriegt ihr andauernd ab. Aber das ist ja euer Problem. Ich meine, ich habe das Ding über Jahre zusammengestellt. Ihr kriegt es so ab. Könnte, ja. könnte, könnt, und, diese Serien haben wir überall. Wir haben sie bei Zugunglücken, wir haben sie bei Schiffsunglücken, überall. Aber sie passen nicht ins Weltbild. Deswegen werden sie, behaupte ich jetzt hier, Aluhäubsche, deswegen werden die gedeckelt. Ja. Gut, also so viel zu den äh, serialen Ereignissen. Die sind überall. Und dann kommt, jetzt kommt was ganz Verrücktes, was ihr auch kennt, und das sind... Synchronizitäten. Also, bis hierhin, bis hierhin haben wir Kamera. Das ist der Herr Kamera, der hat hin untersucht. Also ganz unschuldig damals. Ich fuhr mit der Linie 9 und hatte im Theater den neunten Sitzplatz und das Konzert war um 9 zu Ende. Juhu, ich schreibe es in mein Buch rein. Also wirklich so auf der Oberfläche der Welt nur geguckt nach Gleichheiten. Und dann kam der Junge und hat gesagt: Moment, so geht es nicht. Wir müssen das erweitern um die, um die Wahrnehmungskomponente. Wie geht das jetzt? Deswegen habe ich euch den, den Vogelschwarm beispielhaft gegeben. Die Dinge in der Welt haben eine Symbolik auch. Das ist das Wissen, was eher die Frauen noch in sich tragen, die Männer meist ganz wenig oder gar nicht mehr. Also so ein Vogelschwarm zum Beispiel, der kann stehen, der, dieser Vogelschwarm, der kann stehen dafür für eine unglaubliche Organisation, für eine tolle Gruppenbildung, für eine Zusammenarbeit. Er steht dafür, dass der, dass der Winter kommt. Okay, so viel zur Symbolik. Also das hast du beim Schmetterling mit, mit Metamorphose, mit Verquickung, B -b -b Verpuppung. Aber jetzt stell dir mal vor, du trittst vor die Tür mit der Frage, sollte ich diesen, diesen Sommer, äh, diesen Winter lieber zu Hause bleiben? Und, und da möchte ich euch für sensibel machen. Wie könnte die Welt mit uns sprechen, wenn sie es könnte? Soll ich diesen Winter zu Hause bleiben oder sollte ich mal wieder in den Süden fahren? Und auf einmal geht ein Zugvogelschwarm über dich drüber. Quack, 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 die Gänse. Und dann gibt dir das Leben eine Antwort. Nur was willst du erwarten? Die Leute sind so verdumpft, so reizreduziert, über Fernsehen, das immer hektischer wurde, dass sie diese zarten Signale nicht mehr bemerken. Ich habe Synchronizitäten Jahre meines Lebens untersucht. Und ich kann euch eines versichern, sie, es, es klingt unglaublich, geht den Weg selbst, ihr werdet mir recht geben. Die sind total spektakulär. Wenn man es rafft, denkst du, Boah, vergesse ich nie! Wenn du es nicht aufschreibst, hast du es nach zehn Minuten vergessen. Das ist unglaublich, aber es ist so. Synchronizitäten sind immer ganz leise, ganz subtil, obwohl die Antworten geben, wo du dir denkst, boah, genau das habe ich gebraucht. Und sie sind unheimlich leicht zu übersehen. Also du musst wirklich wach sein, offen, du musst die Augen aufhalten. Was, was will die Welt mir heute sagen? Wie mein Hund, wenn er auf die Terrasse geht. Geht die Nasestbar Was geht? Auf sich öffnen. Auf der anderen Seite, aber ich kann nicht, wir können nicht zu lange da bleiben, erleben wir Prozesse, dass genau diese Offenheit von uns draußen zerstört wird. Wir werden immer zu näher gemacht. Durch Sorgen, Ängste, Nöte, Konsumismus, Bababa, nächsten zehn Minuten. Verschwörer, silberne Kappe und so weiter. Okay, Synchronizitäten. Ich gebe euch noch eine Synchronizität mit, die habe ich extra aufgeschrieben, weil ich die toll finde. Aha, aha, pass auf. Mm -mm. Im Rundfunk erzählte eine Frau eine Geschichte, in der eine Telefongesellschaft unfreiwillig als Beziehungshelfer auftrat. Auf dem Weg mit dem Auto nach Hause beschließt die Frau nach langem Hin und Her ihre Beziehung zu beenden. Ihre Gedanken kreisen nur um, diese, um dieses eine Thema. Als sie zu Hause eintrifft, bemerkt sie, dass eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter ist. Schon beim Zurückspulen der Kassette fällt die Länge der Speicherung auf. Die Wiedergabe beginnt mit Vivaldis Vier Jahreszeiten, einem Stück, das sie schon immer mochte. Es handelt sich offensichtlich um einen falsch verbundenen Anruf, denn es ist eine automatische Nachricht mit einigen Piepstönen. Dann sagt eine Computerstimme, bitte warten, bitte warten, bitte warten. In diesem Moment wird der Frau klar, ihre Entscheidung lieber noch einmal gründlich zu überdenken oder im Moment ganz ruhen zu lassen. Das sind Synchronizitäten. Die Welt spricht mit uns. Jeden Tag. Das ist aufbauende, natürliche Kommunikation, für die wir unsere Sinne öffnen müssen. Noch eine oder Kurzversion? Machen wir Leseabend. Okay. Also, es geht um Karl um Gustav Jung, der ja jetzt von der, von der, von der Serie erweitert hat auf die Synchronizitäten. Ja. Die, die Geschichte geht wie folgt: Jung befand sich in einer therapeutischen Sitzung mit, einer Patienten, mit einem Patienten. Dieser Patient war recht rationalistisch und hatte einige Schwierigkeiten, Jungs Ideen über das Unbewusste und die tieferen Bedeutungen persönlicher Erfahrungen zu akzeptieren. An einem entscheidenden Punkt der Therapie erzählte sie also doch Jung von einem Traum, den sie in der Nacht zuvor gehabt hatte und in dem ihr ein goldener Käfer geschenkt worden war. In vielen Kulturen ein Symbol für Wiedergeburt oder etwas, das ihrer bewussten Realität fremd war. Während die Patientin von ihrem Traum erzählte, hörte Jung ein Geräusch am Fenster seines Büros. Er stand auf und öffnete das Fenster, und zu seiner Überraschung flog ein echter Käfer herein. Genauer gesagt ein Ketonia aurata, eine Art goldgrüner Käfer, der in dieser Gegend häufig vorkommt. Jung fing den Käfer ein und überreichte ihn seinen Patienten mit den Worten: Hier ist Ihr goldener Käfer. Ja? Äußeres Geschehen trifft mit Innerem Wahrgenommenen überein und führt zu einem Aha-Effekt. Okay, Synchronizitäten. Ja, ja, ja. Wie viel Zeit haben wir? wir? haben eine Stunde? Gut, müssen wir nachbessern. Okay, im zweiten Teil haben wir dann symbolisches Geschehen. Also 54 Minuten haben wir. Symbolisches Geschehen. Und ich gehe jetzt in meinem Vortrag nicht darauf ein, wo, wir, wo im Schicksal, Lebensweg, Liebe, Freunde, Arbeit sich das Leben in euch speichert, das euer äh, zeigt, spiegelt, dass euer Inneres mit dem Äußeren korreliert. Und hinter all dem, und jetzt wird es nochmal ganz wichtig, gibt es eine Grundkraft, ihr Lieben. Eine Grundkraft, die ist für all diese sehr unterschiedlichen Effekte verantwortlich. Und diese Grundkraft heißt Ähnlichkeit, Gleichheit oder Resonanz. Resonanz. Ja? Resonanz. Resonanz ist die Grundkraft, die auf der äußeren Hülle unserer Erde, auf der wir alle leben, die Dinge offenbart, offenkundig macht. Weiter. Ah, jetzt sind wir auch schon im entspannten Teil. Okay, wir kommen hin mit der Zeit. Der entspannte Teil. Jetzt schauen wir uns mal ähm, Fotos an. Lehnt euch zurück, nehmt euch einen Keks. Jetzt wird's, ihr könnt jetzt aufhören zu denken. Jetzt wird es ein bisschen ähm, intuitiver. Wie kann man rausgehen in die Natur und kann die Dinge erleben? Oder zu, wo, wo spiegelt die Natur Spiegelung? Wo spiegelt die Natur in Selbstähnlichkeit? Ja, mit allen, so ziem Ach, mit, mit ziemlich allen Formen. Hier in einem äh, Stück Holz, einem Baumstumpf, der wie ein Gesicht sich geformt hat. Wie kommt es dazu? Ne? Wir haben ja gesagt, hier ist so eine gute Energie im Raum. Oder du gehst in eine Kirche rein, hast du heilige Energie. Ich sag's euch schon mal, da gibt es Wechselwirkungen. Es gibt Wechselwirkungen zwischen uns und den Orten. Wir laden mit unserem Bewusstsein Orte auf, und die Orte strahlen es auf die Menschen zurück. Kircheneffekt. Stadioneffekt. Warum sollte das jetzt nur zwischen uns und der Natur passieren? Das könnte doch genauso gut auch in der Natur an sich Hypothese Konzept passieren. Energien, Ghost of Blaze, sagen die Amerikaner. Energien, die vor Ort sind, wirken sich auch auf die Formbildung aus. Darum ging es doch die ganze Zeit, Formbildung. Energien werden zu Form. Könnt ihr das abnehmen? Kommt das an bei euch, was ich meine? Wir haben Formbildung immer über Energien. Und hier sind es unter Umständen menschliche Energien oder elementale im Wasser, die sich zeigen oder als, als Wesen in einem Baum oder hier, ja, Krokodil. Hier ein Waldknomen, da, die Nase, der Mund, die Augen, die Ohren. Und hier ganz unzufällig in einem hinduistischen Tempel, das ist eine Einweihung von einem hinduistischen Tempel, geht dieser Swami hin und hat ein Om-Zeichen in der Flamme. Das ist ein Om, was er da hat. Zu, ihr, ihr seid dran, ne? Zufall oder nicht oder Manipulation. Gut, zack. Das ist ein Tschechien. Man psychologisiert diese Effekte als Pareidolie. Ähm, quasi, wir suchen in allem eine Form, einen Grund. Es gibt diese Gesichter nicht. Ein Alien würde es ja auch nicht erkennen, sondern es ist ein psychologischer ein Betrugsschluss unseres Gehirnes. Ah. gut. Die Externsteine, das alte Üsengard, der alte Nabel der Welt, geht mal dahin. Da findet ihr Dutzende Felsgesichter. Ich habe es euch hier mal eingeschwärzt ein bisschen, damit man es besser sieht. Die liegen in Kaskaden übereinander. Hier so eine Art Sultan da, hier hast du ein Gesicht, da hast du ein Gesicht, da unten hast du ein Gesicht. Das haben wir jetzt nicht mit drin. Hier ist ein Gesicht, da der Mund, die Nase, die Augen. Überall Gesichter. Geht an die Externsteine. Überall Gesichter. Brauchst kein Brill, könnte man sagen. Gehen wir weiter. Feuerwesen. Sieht fast so aus, als wird der Kerl da hier aus dem, aus dem Feuer rausspringen. Was formt diese Energien? Welche Kräfte wirken dahinter, dass Materie sich so anordnet? Denkt, denkt an Glatnis Klangfiguren. Kennt ihr Glatnis Klangfiguren? Wer, wer kennt Glatnis Klangfiguren? Kurz mal, ein, wenige. Passt auf, ganz kurz, ganz kurz. hast Du hast einen Teller mit Sandkörnern drauf, wild. Dann gehst du mit einem Geigen, da, da ist geheim, da müssten wir eine Stunde drüber reden eigentlich. Da sind Geheimnisse unserer Welt verborgen, ohne Scheiß. Dann ziehst du einen Geigenbogen lang in einer bestimmten Tonart und wie durch Zauberhand organisieren sich die Sandkörner zu formen. Was ist hier los? Woher wissen die Sandkörner bei welcher Frequenz, Tonfolge? sie sich wie zu organisieren haben. Das sprengt mir den Kopf. Wäre ein anderes Thema. Okay. Und ich vermute, in den Formen, die ich euch hier zeige, eben auch Organisationsprozesse. Weiter. Links, das habe ich selbst aufgenommen. Okay, kommt jetzt auch hier nicht so raus, dass ein Wolkendracher, Eine Schwinge, andere Schwinge, Südfrankreich und der, der Kopf. Boah. Rechts, das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, an der Ostfront 43, da flogen sie mit ihren Transportmaschinen in die Front herein. Und ja, als, würde, als würden die Wolken die Energien, die negativen Energien abbilden, hast du dann so Wolkengrimassen da unten drin. Könnte es sein, denkt an Emoto, könnte es sein, dass wir mit unseren Gedanken unsere Umwelt formen? Dass, 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 dass dann die Materie untertan ist und sich organisieren muss nach unserer Frequenz? Weiter. Da. Sehr aufbauend. Ja. Hast hier eine Ballschönheit als Maispflanze und da drüben hast du eher so eine belesene Gouvernante, da, die, da, die da sitzt, so von hinten über, über die Schulter geblickt. Ne? Was tun die? Ich, man kann sagen, es ist Einbildung. Ey, euer Job. Ihr könnt, ihr könnt sagen, nette Fotosession von Zufälligkeiten, alles klar. Aber was tut es auch intern mit uns? Es ist aufbauend. Es, bin, es rückverbindet uns mit der Natur. Es rückverbindet uns mit dem, was uns nährt. Und es ist positiv. Kennt ihr bestimmt auch hier Baumaugen, Baumwäsche, ne? Kennt ihr? Oder ein Wolkenauge. Kannst jetzt sagen, okay, ich wusste es. Wir werden beobachtet. <laughs> Kannst auch sagen, hey, das sind ja wie Himmelswächter. Wir sind irgendwie aufgehoben und da sind wir tatsächlich bei einem alten, auch deutschen Bild, bevor der Darwinismus kam, die Aufklärung kam. Ähm, unser Schicksal. Wir haben ein Schicksal. Jeder hat einen, einen Grund, einen ureigenen Grund hier zu sein. Sie wachen über uns. Gott wacht über uns. Auf jeden Fall eine Aufgehobenheit, kann man auch rein äh, interpretieren, eine Art Himmelswacht. Aber ihr merkt es, ähm, egal, reden wir darüber, was war es oder was nicht war was nicht es oder was es in euch bewirkt. Ganz links ähm, ein Baumstumpf, der zu einer Echse wirkt, oder hier die Foradada auf Mallorca, wie eine Schildkröte, eine riesige im, im Wasser. Kann es vielleicht sein, dass hier, dass das in diesem Wald mal Echsen waren und irgendwann über die Energien zeigt sich die eine oder andere Form, drückt sich so aus? Ja, oder spielt es, genau, es spielt mit Formen. Ja, da sieht man jetzt vielleicht zu so den, den psychologischen Effekt, man sieht nur, was man kennt, ne? Ist es ist ein Spiel von Bewusstsein. Und jetzt machen wir einen Dreh. Jetzt machen wir einen kleinen Schlenker. Ja, haben wir gleich. Jetzt machen wir einen kleinen Schlenker. Nicht weit von hier gibt es den Wald von Fontainebleau. Und da findet sich in diesem Wald finden sich diese, diese Figuren, also ein Elefant. Und jetzt müssten wir wieder sagen: Okay, hier werden Energien form. Oder war hier wirklich mal ein Elefant, der versteinerte? Ja? Er sprach, unsere Sprache hat es noch transportiert. Er erstarrte zur Salzsäule. Oder wie versteinert guckt jemand da und dahin. hin. Guckt mal hier, das ist, sieht aus wie ein Reptil. Hier haben wir einen riesigen Fußabdruck drinnen. Ähm, wie, kann, wie kann ein Fußabdruck in einen Fels gehen? Wir haben die Lösung im Grunde auch wieder in unserer Sprachintelligenz, ist ja zum Steinerweichen. Und, und da sind wir, müssten wir länger reden, bei, bei altindischen Tempelsäulen auch, ne, wo viel über Frequenzen gearbeitet wird, um unter Umständen wohl Steine zu formen. Ander Thema. Wald von Fontainebleau. Ja, mit was haben wir es auf einmal zu tun? Also sind es dann Felsklangbilder? Ne? Sind es reale Versteinerungen von Lebewesen? Oder sind es einfach nur Selbstähnlichkeiten, wie wir bisher argumentiert haben? Mit was haben wir es zu tun? Weiter. Da ja, noch, noch mal ein Elefant und noch mal ein, ein Reptilhaut oder ein Schildkrötenpanzer die Naga Höhle in Thailand Naga Höhle in Thailand riesige Schlange was ist hier los ich kann mir kaum vorstellen dass eine reale Schlange versteinerte hallo auf der anderen Seite, und das ist wieder mal unsere kognitive Dissonanz, ist für uns vollkommen logisch, dass in Pompeji noch heute die, die Menschen genauso sehbar sind, ihre Körper, wie sie damals bei dem, beim Vulkanausbruch versteinerten. Ja? Also umhüllt wurden, Versteinerung. Da ist es auf einmal ganz normal für uns. Nur es ist zu abgefahren anzunehmen, es gibt diese riesigen Schlangen und alles wurde versteinert. Und doch haben wir rundum überall in der Welt haben wir diese Formen. Der Giant Eagle Rock in Kalifornien. Extra hier unten das Bild, das ihr seht, da sitzt wirklich einer drauf, ist nicht gemacht, es gibt ihn. Oder hier eins weiter. Der norwegische Troll, man sagt, er sei versteinert, als er äh, den Sonnenuntergang bewundern wollte. Oder eben der, der äh, Froschfelsen in. Äh, ah, wo war der? Muss spicken. Bei Boston. Gibt's heute noch? Kannst du heute noch hin? Ja, gibt es moderne Fotos. Was ist hier los? Und der ganze Kram ist so groß. Oder, oder sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, okay, die Welt war mal ganz anders, war alles mal versteinert. Ganz links äh, bei Badaksoni am Plattensee habe ich selbst auch wieder aufgenommen. Hast du diesen Vulkan, es soll ein Vulkan sein, der aber aussieht wie ein Baumstumpf. Ihr kennt es, es gibt keinen Wald auf der Erde und so Ich könnte euch rechts sieht aus wie ein Baumstumpf. Da sind wir ja, siehe, die Welt ist ein Spiegel. Ja. Sieht aus wie ein Baumstumpf. Von diesen Bildern könnte ich euch 20, 30 zeigen rund um die Welt. Von Baumstümpfen, riesigen Baumstümpfen. Wie geht das? Was ist hier los? Wer bin ich, wo bin ich, was ist hier los? Ja, um es zu versinnbildlichen jetzt nochmal, du hast so einen, so einen abgebrochenen Baum, stumpf, ja? und dann hast du daneben dann die Konstruktion von riesigen Bäumen, die in den Himmel gewachsen wären. Merkt ihr, Achtung, achtet mal auf eure Innenwelt. Machen wir kurz nochmal dieses Ding. Achtet mal auf eure Innenwelt. Wenn ihr diesen riesen Baum seht, bemerkt ihr in euch selbst nicht ein Gefühl von oh, wie schön und aufgehoben und da möchte ich sein. Was resoniert da? Welt ist Resonanz, Grundkraft. Was resoniert da in uns? Da kommt dazu, dass wir in der germanischen Mythologie Yggdrasil den Weltenbaum haben und äh, in dem Film Avatar, den kennt ihr jetzt, jetzt gehen alle äh, äh, Arme dann hoch. Ne? Der, hat, der hat tiefe Sehnsuchten, hat der bebildert. Ja? 80% würden diesen Planeten verlassen, um dort zu leben. Aha, okay, gut. Das sind, das sind äh, Prozentzahlen, da träumen unsere Regierenden von. Aber gut, egal. Anderes Thema. Elephant Rock bei Island. Oder jetzt hier, habe ich gestern Abend noch bekommen. Die Schlaf der Hexe bei Berchtesgaden. Ja, süß, ne? Also, ich meine, liegt da wirklich schon der Größe eine schlafende Hexe? Oder spielt es mit uns und der Natur? Ja, Spiele aus Holz, Wetter, Licht. Gucken wir uns. Ja, das ist nochmal ganz geil. Der Taunus, Leute, der Taunus. Ähm auch ein eigenes Foto. Da hast du einen Reiter im Wald. Es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wird. Da hast du, du hast den, den Helm hier, du hast die Nase, du siehst seine Schulter. Er trägt hier noch einen, einen, einen so eine Art Überhang, Überwurf. Das Pferd guckt nach links unten. Ja, hier große hat eine, eine Lanze hat er hier drüber. Das Ding funktioniert auch von hinten. Du siehst die Kuppe des Pferdes. Du siehst die, die Lanze, die er drüber hat, den Hals mit den, mit den Bändern sogar von seinem Helm noch. Und Leute, diese Dinge sind draußen vor eurer Tür. Überall. Hier, ein Mönch in der Bretagne. Ein zweiter. Auch Taunus, das gibt es jetzt schon nicht mehr. Es, durch, durch Wind, Wetter, Tau, Frost. Hat Hexe, Mönch oder Druide, denn diesen Felsen gab es, ja, der wurde genau so, genau so rausgeschält. Und er verging. Wir reden über Prozesse, das ist wichtig, weil im zweiten Teil von diesem Vortrag werden wir nur noch über Prozesse reden. Nicht mehr über Bilder, sondern über Ereignisse. Aber dann wird es auch böse, weil dann sind einige da, ich behaupte mal, die manipulieren rum. Ja. Und der Geist eines Ortes verkörpert sich. Wenn ich jetzt sagen würde, so ja, denkt mal an eine Burg oder sowas, da hängen die ganzen Geister noch rum, sagt ihr klar. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, so im Wald passiert dasselbe, sagt ihr, so, kann ich mir nicht so vorstellen, gell. Ja. Okay, guckt ihr mal das hier an. Altes Schlachtfeld, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich schaue auf diese Baumwurzel hier, hier auf die Baumwurzel, da hast du ein, im Grunde einen Gasmaskenmann. Musst dir mal reinziehen. So, jetzt brauche ich hier einen Text. Ja, nicht? Also hier ist gerade alles runtergeflogen. Oder ich liefere euch den nach. Also im Grunde geht es hier um... <laughs> Kennt ihr das? Es ist immer das Letzte. Okay. Aber wirklich eng wird es, wenn es das Letzte auch nicht ist. Gut. <laughs> ähm, weiter. Du hast ein altes Schlachtfeld und da hast du aus einer Baumwurzel im Grunde einen Gasmaskenmann, das Gewehr geschultert, die Schulter hier, die Augen, der Kopf. Und jetzt ist das ein, ein Feld, wo tatsächlich Gasangriffe waren. Wechselwirkung von Energie. Also den habe ich dann dazu gemacht, einfach damit man es als Vergleich hat. Ja? Nicht, dass einer denkt, so, wow, Geister, nein. Gut, nächstes. Also... Im Grunde reden wir davon, dass das Energie, die einst in einen Ort reingegeben wird, sich wieder verkörpert. Nicht als Mensch, sondern eben als Baumstumpf, als Gasmaskenmann. So, zur Salzsäure erstarrt. Das, das Ding ist in, äh, eine halbe Stunde von mir. Ja. Schrei in Stein. Ja. Was ist hier passiert? Ist das Zufall? Kann ich mir nicht vorstellen. <laughs> ah, ich bleib jetzt da. So, jetzt warte, ich krieg dich. Ich gebe euch noch eins, was in dieses Ding reingeht: Das Energienwechselwirken an Orten. Als der Schriftsteller Norman Mailer an seinem Buch Barbary Shore arbeitete, hatte er plötzlich das Gefühl, er brauche noch einen russischen Spion. Gerade Autoren sind ganz offen mit ihrem Geist, ganz weit immer. Zunächst führte er diese Figur in seinem Roman als Nebenrolle ein, doch beim Schreiben drängte sich der erfundene Spion immer mehr in den Vordergrund. Und am Ende drehte sich dann alles nur noch um den Spion. Nach der Buchveröffentlichung stürmte das FBI in Normans Haus und verhaftete in der Wohnung unter ihm einen Mann, der sich als Oberst Abel vom sowjetischen KGB entpuppte: Ein Spitzenspion. Das sind Energien. Nimmt der, nimmt der Schriftsteller die Energie auf, die um ihn herum ist? Die, das ist sein Job. Er muss offen sein. Ist doch Wahnsinn, sowas. Das, das ist im Grunde dieses Prinzip: Energien an einem Ort. Gut, zu einer Salzsäule versteinern und so ist wieder in unserer Sprachintelligenz auch drin. Und wir sind damit fast am Ende des ersten Teiles. Das hier ist der Blick an meinem Lieblingsurlaubsort. Da ist draußen eine Ilu, eine kleine Insel, ja, und die sieht aus wie ein Zerstörer, ja, also wer so, so Militärfahrzeuge kennt, sieht aus wie ein Zerstörer. Und irgendwann mittags gucke ich da raus auf den, auf den, auf das Meer, und ihr erinnert euch, äh, Resonanz, gleiches zieht gleiches an, und dachte mir, stritten pferd, ja, okay, ja, ist krass, genau. Aber, aber da ist es wieder. Du brauchst ohne mich jetzt da, du brauchst die Offenheit. Ich möchte nicht, mir gehen bestimmt 98 Prozent verloren. Aber ah, du musst offen für sein. Es passiert dauernd um uns. Okay. Ja, und äh, damit sind wir, glaube ich, schon am Ende jetzt. Ja, genau. Damit sind wir am Ende vom ersten Teil. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir Pause machen. Ich danke euch. Und ja, <laughs> danke. So, zweiter Teil, jetzt wird spannend, ihr Lieben, guten Appetit. Was bewirkt Ereignisse? Was bewirkt Ereignisse? Können wir jetzt schon schneller machen, ohne zu hetzen, weil wir es schon abgearbeitet haben? Das kommt jetzt im zweiten Teil insbesondere auf euch zu, euch zu entscheiden. Ist das Ganze jetzt äh, reiner Zufall oder eine Wahrscheinlichkeit, die wissenschaftliche Sicht? Ist das Ganze eine weltliche Manipulation von Hintergrundkräften, was ihr jetzt gleich alles sehen werdet? Ähm, ist es der Programmcode Matrix, das wäre so die New Age-Interpretation äh, davon? Oder haben wir es damit zu tun, dass Gott hier eingreift? Das wäre die spirituelle oder religiöse Sichtweise. Ich gehe deswegen jetzt ein bisschen schneller dadurch, weil wir das schon geredet haben, besprochen haben. Und jetzt kommen die konkreten Beispiele dazu wo ich euch ein bisschen an eure, ich hoffe, an eure Grenzen führe oder euch andere Perspektiven zeige, so in der Richtung, das gibt es doch nicht und so weiter. Wir befassen uns jetzt mit negativerer symbolischer Kommunikation. Ihr erinnert euch an die erste Folie. Wir gucken uns Serien an, wir guck, also wir waren bei Formbildung, dann machen wir außergewöhnliche Formbildung, die vielen Fotos. Wir gucken uns Serien an, Synchronizitäten an. Jetzt im zweiten Teil kommt die Symbolik. Ja. Und bei der Symbolik ist es nun mal so, wir haben das in der Natur, Vogelschwärme, Schmetterlinge, Regen, Mauern, Gräben, Brücken, die brechen. <laughs> Alles sehr symbolisch. Und wir haben es aber auch weltlich, wenn Menschen anfangen, in Ereignissen unter Umständen rumzufuhrwerken. Aber das, ey, ist euer Job. Ich gehe durch. Los geht's. Ich fange mal mit einer Geschichte an, wo wir... Die eignet sich perfekt, weil sie überleitet. Wir gehen mal zurück an, zum 22. August 1939 an den Obersalzberg zu dem Herrn Hitler. Der hat da seine 50 Generäle versammelt, um was zu tun über den äh, Beginn des Zweiten Weltkrieges, naja, wusste man noch nicht, um über den Polenfeldzug zu reden. 50 Generäle versammelt. Ähm, und sie beratschlagten, wie dieser Feldzug nun zu machen ist, was an politischen Konsequenzen zu tun ist. Am nächsten Tag traf sich Rippentrop mit dem sowjetischen Außenminister, ich glaube Molotow war es, um einen Pakt zu machen. Man beratschlagte, was es zu tun, auf wie viel. Und als man abends auf die Terrasse des Obersalzbergs ging und herüberblickte zum Untersberg, sah man einen blutroten Himmel. Der Herr Speer schrieb in seinen Erinnerungen dazu auf: "In der Nacht standen der Herr Speer, der Reichsbauminister, ja, in der Nacht standen wir auf der Terrasse des Berghofes und bestaunten ein seltsames Naturschauspiel. Ein überaus starkes Polarlicht überflutete den gegenüberliegenden sagenumwobenen Untersberg für eine lange Stunde mit einem roten Licht, während der Himmel darüber in den verschiedensten Regenbogenfarben spielte." Der Schlussakt der Götterdämmerung hätte nicht effektiver, inszen effektvoller inszeniert werden können. Die Gesichter und Hände eines jeden von uns waren unnatürlich rot gefärbt. Unvermittelt, sagte Hitler, das sieht nach viel Blut aus. Dieses Mal wird es nicht ohne Gewalt abgehen. Er hatte vorher äh, die Annexion der Tschechoslowakei, den Anschluss Österreichs. Dieses Mal wird es nicht ohne Blut abgehen ohne Gewalt abgehen. Mehr noch, Hitler habe, so Speer, das Nordlicht als Mordlicht bezeichnet. Was der Herr Hit das sind die Erinnerungen von dem Herrn Speer niedergeschrieben, gibt es als Buch, zeige ich euch gleich. Was der Herr Hitler hier artikuliert ist einer, wisst ihr jetzt, Synchronizität. Er hat ein, ein Geschehen, wie könnte die Welt mit uns reden, wenn sie mit uns reden könnte. Er hat ein Geschehen am Himmel, roter Himmel über dem Untersberg, seine rote Hand gedeutet. Diesmal wird es nicht ohne Blut abgehen. Nachfolgenden Ereignisse gaben ihm recht. Jo, äh, wir haben da eine Zyklik. Am 5.11.2023 hatten wir ebenfalls überall in Deutschland dieses äh, rote Licht. Eben auch über Bayern. Ich habe dazu in meinem Kanal auch ein... Solche Sachen haben immer einen roten Hintergrund. Ein rotes Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Ja? Da wird darüber genau erzählt. Ja, also, also eine interessante Zyklik. Wir haben nach langer Zeit auch wieder eine Nacht voller vo, von einem roten Himmel gehabt. Das Bild hat mein Sohn bei uns aus dem Fenster geschossen nachts. Ja. Hat er mir ja abends dann gegeben, äh, morgens dann gegeben. Jo, also haben wir die Synchronizität von ihm mit einer Serie gepaart, was hier wieder passiert. Da haben wir die Erinnerung von dem Herrn Speer und natürlich hat unser Volksmund für dieses Geschehen auch wieder sehr viel bewahrt in seiner Intelligenz. Alles hat seine Zeit zum Beispiel oder das Schicksal kennt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle, nur Zeichen. Passt wie gemalt, ja und so weiter. Nichts geschieht ohne Grund. Das Universum spricht in Zeichen. Ja. Okay, weiter. Es wird verrückter. Ihr kennt das Auto von Sarajevo? Kennt ihr die Geschichte? Ich, ich gebe sie euch. <laughs> Und zwar geht es hier, dieses Bild da, das wurde am 28. Juni 1914 in Sarajevo geschossen, zehn Minuten, bevor der Erzherzog Franz Ferdinand, der Thronfolger von Österreich-Ungarn und seine Gemahlin, die Frau Sophie Klotek, erschossen würden. Und zwar in diesem Auto. Und dieses Auto hat eine Besonderheit, es spielt eine Rolle für den Beginn und das Ende des Ersten Weltkrieges verkörpert, denkt immer an das grüne Bild am Anfang. Alles entspringt einer Quelle, einer Ursache. Dieses Auto verkörpert Anfang und Ende des Ersten Weltkrieges. Wie geht die Geschichte? Na eben, der Mord in diesem Auto ähm, führte. Zur kriegserklärung von österreich ungarn gegenüber Serbien deutschland sah sich an seinen beistandspakt verpflichtet und trat damit mit in den Krieg ein das zog die anderen mit, die anderen mächte mit dazu vor allem England und Frankreich der erste weltkrieg in seinen grundzügen war geboren Ursprung bei diesem auto. Das Ende von diesem Auto ist, ist weniger bekannt, zumal seltsamerweise auch einige Fotografien im Internet äh, kursieren, wo dieses Nummernschild hier falsch wiedergegeben wird. Das hier ist das Original, ich habe es vom Heeresgeschichtlichen Museum in äh, Wien mir besorgt. Das ist das Originalfoto und da haben wir dieses Nummernschild drauf. A3i-118 mit etwas Fantasie, ich gebe zu, können wir dieses Datum umformatieren zum 11.11.18. Damit trägt das Auto das taggenaue Ende des Ersten Weltkrieges auf dem Nummernschild mit. Ja. Es ist also Anfang und Ende des Nummernschildes in diesem Auto, in diesem Vorgang, dekodiert, wie eingefaltet, wie eine Knospe, die eine Blüte werden will, enthalten. So, weiter. Wir haben am... 1.9.39 die Rede von dem Herrn Hitler nicht im Reichstag, es war irgendein Theater, ich habe es gerade nicht parat. Das ist der Zeitpunkt jetzt nach dem Untersberg, als die deutschen Truppen nach Polen eingegangen sind oder reingegangen sind. Und da endet er mit dem Satz, ähm, seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ihr ahnt es vielleicht schon, oder? Wer, wer hört nachtigall ich hör dir dröten? Da nickt schon einer, nachtigall ich hör dir dröten. Wir können auch diese seltsame Uhrzeit, die ist nicht notwendig, können wir jetzt rückdatieren oder umformatieren und haben zumindest das Monatsende des Zweiten Weltkrieges. Damit haben wir, und zwar auch wieder in diesem Ereignis, den Beginn und das Ende des Zweiten Weltkrieges. Damit haben wir in dieser Folie Beginn und Ende von zwei Weltkriegen in einem Ereignis quasi kodiert mit Fantasie. Ich gebe zu. Man kann es, ja, klar, es ist immer eine Perspektive, man kann das alles rein kausal sehen. Ja, sagt, sagt er, Quatsch. Okay, gut, eu, euer Ding, ja, ich biete an. Weiter. Ähm, wir können es aber auch ganz anders erzählen, die Geschichte, dass im Grunde nicht das Auto verantwortlich war dafür, dass der Erste Weltkrieg ausbrach, sondern dass. Der Herr Erzherzog Erz Erz Franz Herr Ferdinand, dritter von links, der Mensch da, der in seinem Leben 30.000, sagt man, Wildstücke geschossen hat. Es grüßt das Karma. Dreise er war leidenschaftlicher Förster, 30.000 Tiere abgeschossen. Nicht sehr weit von hier ähm, in Salzburg steht auf, äh, im, im Museum das Objekt äh, ist einer seiner Begierden, nämlich eine weiße Gams. Da ist sie. Diese weiße Gams... Mh, hat er eben auch geschossen auf äh, gegen die Warnung seines, seines obersten Jagdaufsehers, seines Jagdgehilfen. Der sagte, er, Herr, Herr Erzherzog, ihr, Eure Hoheit, schießen Sie keine weiße Gams. Alter Jäger braucht, wer das tut, muss binnen eines Jahres sterben. Ja? Ah ja, wems wem es be, beflissen ist zu sterben, der stirbt abgedrückt, totgeschossen. Wenn wir jetzt ganz abgefahren reden, wirklich ein kleiner Exkurs, aber wir sind ja im Symbolismus drin, alte Sagen. Ab wäre sein eigener Schuss im Grunde der Startschuss für den Ersten Weltkrieg gewesen, denn dadurch war er ja dann im Bann des Fluchs. Okay, bisschen abgefahren, aber ich finde die Geschichte gut, oder? <laughs> Komm, wir machen weiter, wo es wirklich interessant wird. Ihr erinnert euch, eben hatten wir hier noch diesen, dieses Auto, ne? den Phaeton. Das ist nämlich ein Phaeton vom Typus her. Und der Phaeton, das wird euch jetzt gleich bekannt vorkommen, den kennen wir schon öfter. Der Phaeton, das ist eine griechische Sage. Phaeton, Sohn des Sonnengottes Helios, ließ sich von seinem Vater das Auto, ja, das Gefährt aus, den Sonnenwagen aus. Was tut der Ochs? Er verunfallt. Er verunfallt mit dem Ding. So weit, so gut. Das ist der Phaeton. Der Phaeton ist das Unglücks- und Tragödienauto. Achtung, wir sind ja mystisch-magisch unterwegs. Das hattest du ja eben beim Ersten Weltkrieg schon, ne? Da hatten wir einen Phaeton? Jetzt könnt ihr noch mal. Ja, da sind schon Mitdenker. Ja, das haben wir. Da haben wir nämlich auch wieder eine schöne Serie. Wir haben beim Kennedy-Attentaten Phaeton und wir haben bei dem Herrn Heide ein Phaeton. Heide ein Phaeton. Ja, so. Okay, haben wir also eine phaeton serie noch in diesem, in diesem ersten Weltkrieg mit drin? Ui. Und ein, ja, ich sag mal, ein herrlicher Symbolismus spricht hier das Universum. Haben wir Gottes Eingriff oder haben wir manipulierende Kräfte oder ist alles nur Zufall? Euer Ding. Weiter geht's. Wir gehen jetzt whoop, weit vor ins Jahr 2000. Ich habe lange für euch solche Sachen gesammelt. Mache ich auch. Ich mache Geostrategie, ich mache spirituelle Sachen und bla, 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 Ich mache auch sowas. So, 2001. Was, könnt ihr euch noch an die Mir-Witze erinnern, die es die ganze Zeit gab im Radio? Wieder mal irgendein Bauteil von der Mir kaputt und so. Die Mir stürzte ab oder wurde zur Absturz gebracht. Am 23 2001, ein halbes Jahr vor der Zeitenwende des 9-11, stürzt die Mir ab. Und die Mir heißt auf Russisch Frieden oder Welt. Und dann kannst du nämlich dekodieren in diesem Geschehen, der Frieden der Welt stürzt nun ab. Okay? Das ist ein, wenn wir jetzt so magisch denken, symbolisch denken, ist ein Omen. Der Weltfrieden stürzt ab. Und dann kommt der 9-11. Dabei ist äh, dieses Geschehen der Mir eingebettet eingeb in einer... Serie von Abstürzen. Der 2011er Absturz, der wird uns auch nochmal interessieren, der ist auch nochmal ganz spannend. Den gucken wir uns auch noch an. Vorher, ich mache es nur kurz, weil das Ganze wurde schon eine Million Mal gefühlt durchgekaut, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, haben wir dann das Geschehen, dass wir mit Archetypen unseres Seins konfrontiert werden. Im Tarotdeck aus dem 13. Jahrhundert haben wir bereits, jetzt sind wir bei 9-11, bei den fallenden Türmen angekommen, haben wir bereits die fallenden Türme drin. Was ist hier los? Alter Menschheitsarchetypus? Oder ist das Geschehen, hat sich das Geschehen dann seriell äh, diesem Archetyp angepasst, diesen Energien angepasst? Oder gibt es Kopierer auf dieser Welt, die sagen: Ey, da haben wir eine super Blaupause. Da ist schon ein Boden drin im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Damit kann man arbeiten. Es wird neuerdings bekannt als Predictive Programming. Kommen wir noch drauf. Müsste jetzt noch nicht. Gut. Natürlich wieder die Simpsons. Entweder, entweder die Simpsons oder das Illuminati-Kartendeck. Irgendeine hat immer die passende Voraussage. Ja. Hier waren es die Simpsons, die haben es vorausgesagt, 9, 11, aber nicht nur die Simpsons, das Ganze gab es, und da bräuchten wir noch zehn Folien. Ja. Von, den, von den Simpsons über X-Comics und die, die Dollar-Fall 3 könnt ihr vielleicht noch erinnern. Plattencover, das hier sieht aus wie der Ground Zero. Hier, ja. Ba, 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 Independence Day, Standbild und so weiter. Ähm, kann man auch anderthalb Stunden mit verbringen oder es lassen. Ja, Wir lassen es jetzt und machen weiter. So, was ich jetzt interessanter finde und ihr bestimmt auch, da wir ja über Formbildung reden, sind die vielen Elementale, die es da gab. Da gab es hier so eine Art Teufelsgesicht, sagte man. Natürlich Illuminati-Karten, der ganz vorne dabei wieder, gell? hat das Ganze schon äh, in den 90ern vorhergesagt. Du hast Totenköpfe gehabt, hier ein, ein Rauchelemental, da ein Rauchelemental und hier, noch mal ein bisschen besser gezeigt, und eine Art Totenkopf, frage ich mich, sprechen hier die Energien des Ereignisses ähnlich diesen Bombern, die wir vorhin gesehen haben oder haben wir es ganz einfach damit zu tun, dass wir Live-Manipulation an den Bildern haben oder ist alles wieder Zufall? Ihr kennt den Spruch schon, euer Job, nicht meiner. Ich zeige es euch nur. Ja. Gut, ich gehe weiter. Wer kennt die Telegate-Werbung? Ich liebe dieses Thema. Kennt ihr die noch? Telegate-Werbung. Wer kennt die Telegate-Werbung von 2001? Bitte mal Handzeichen. Ah, klar, da kann schon wieder keinen beeindrucken. Dahinter. Okay, gut. Ähm, bis zwei Tage vorher gab es die Telegate-Werbung. Hier werden Sie geholfen. 11880, ein Paar diniert, zwei Liebende dinieren am Bistrotisch und in den nächsten Momenten wird die ganze Welt wackeln, in dem Film. Ja. Und. Aus dem Hochhaus kommt ein Flugzeug raus. Ey, also so. Da kommt die Nase aus dem Flug und danach das ganze Flugzeug und donnert über die hinweg. Naja, zwei Tage später hattest du 9-11. Sagst du zu mir, aber Frank, da kam doch gar keine Flugzeugnase raus. Die sind rinnen geflogen und kamen nicht raus. Sagst du dir, doch. Und es wird uns live gezeigt, und ich war dabei und ich habe es euch rausgeschnitten. Flugzeugnase 1. Das lief live über Fox News und ich habe es rausgeschnitten, und ihr findet es sogar heute noch. Und auf der gegenüberliegenden Seite aus einem Helikopter heraus kam dieses Bild. Habe ich auch eine, eine Sonderdings gemacht, müsste auch ein rotes Video sein. Ja. Und was, was ihr jetzt hier so in Ruhe euch anschauen könnt, ja, geht in, in echt geht es eine Zehntelsekunde. Und dann kommt eine Bildstörung, eine Bildstörung, ja, dann ist alles weg. Ja, Schöne Serie zwischen einer Werbung und dann tatsächlichen Geschehnissen, die heute aber jeder verleugnet. Also nein, nicht jeder, die offiziell verleugnet werden. Gab es, gab es, gab es. Ihr habt das. So. Ja, Ihr wisst schon, ich müsste jetzt euer Job. So. Gut. Das war die Telegate-Werbung. Äh, wir sind sehr schnell unterwegs. Äh, wie, wie ist denn das Tempo jetzt eigentlich für euch? Angenehm oder zu schnell? Angenehm, okay. Lang? Ihr dürft alles sagen, nur nicht zu langsam. Schneller kann ich nicht. Gut. Okay. Telegate-Werbung? Ja. Gut, lassen wir es so stehen. Ach so, ich habe euch dann noch mal ein Foto hingemacht von einem Flugzeug, das gegen eine Laterne ge 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 geflogen ist. Das ist der Flügel. Das ist der Flügel. Gut für die mitdenker unter euch gut weiter geht's. ach ja auch wunderschön die symbolik des eu parlaments zugegeben nicht ganz neu nicht der letzte schrei aber herrlich also wir haben ein eu parlament das in sich eine symbolik trägt an den turmbau zu babel ja linke seite ja der Turmbau zu Babel ist das biblische Gleichnis der Nachvölker-Nichtverständigung, der Sprachverwirrung, die das ganze Projekt schließlich zum Einsturz bringt. Du baust also ein Gebäude, Achtung jetzt, und dekodierst die Energie des Zusammenbruchs, des Misserfolges und des, der sprachlichen Nichtverständigung darin ein. Das ist in meiner bescheidenen Wahrnehmung eine Form von Magie. Du versiehst etwas mit einer entgegengesetzten Kraft. Auf meinem Kanal werdet ihr dazu recht viele Beispiele finden. Du gibst einer Sache einen Anschein, und im Hintergrund ist es im Grunde die entgegengewirkte, auf der Symbolebene die entgegengewirkte Kraft. Das ist so ähnlich wie wie Wellen, wo aufmodulierte Informationen drauf sind, aber das wäre ein ganz anderes Thema. Gut, zur gleichen Zeit, also 1992, wurde dann ein Werbeflyer gedruckt, wo man in der Symbolik von dem alten Bräugel-Gemälde aus dem 16. Jahrhundert schon viel klarer wurde. Also hier, ist jetzt, hier kommt jetzt der Turmbau zu Babel wirklich viel klarer raus. Wir reden ja im Grunde über dieses Parlament. Man identifiziert sich also tatsächlich offiziell damit. Und was ein bisschen verstörend ist, ist, dass wir, das sind wir, wir werden so Maschinenmenschen, so zombifizierte Maschinenmenschen, seht ihr das? Und ähm, aus diesem Europa viele Zungen, eine, eine Stimme. Also die Vielfalt geht rüber in eine Stimme. Und das hat ihr, ihr könnt jetzt das politische Wort, was das Ganze bedeutet, dafür in eurem Kopf einsetzen. Ähm, auch die Symbolik der EU-Fahne hier oben. Wird verkehrt, ein, ein sehr beliebtes. Wer, wer kennt meine Franks Freiheiten mit dieser Bewegung? Der weiß sofort, was Akte ist. Ja, da, da, da. Ich hab's gesehen, da war jemand. Ja, gut. Ähm, aus den Sternen ein hochpositives magisches Symbol, das Pentagramm. Hochpositiv aufgeladen, macht man immer so. Das wird hier verkehrt und wird zu einem. Äh, äh, sagt's mir bitte, ich hab einen Hänger im Kopf. Hä? Hä? Ja, zu einem satanischen, ähm, ja, dem, dem, dem Teufel. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wird verkehrt, halten wir uns nicht auf. Okay, ähm, dann gab es noch eine Werbekampagne, wo diese, diese Sterne hier nochmal, hing auch im Europarat, ähm, nochmal genauer beziffert werden. Und wir sind im Jahr 2004, wir reden hier im Grunde über Prophezeiungen. Europe for, for all, also für alle. Und dann sind hier alle Religionen, sind da hier so schön drin, ja. Das ist die Vielfalt, ja. Hat man es uns gesagt. Und was noch ein bisschen interessanter wird, da gucken wir gleich die Concordia, die römische Göttin der Eintracht, ja, die den Zusammenhalt der Bürger Roms, dafür war die zuständig, auf die kommen wir gleich. Ja. So viel zum Parlament. Das Ganze hat auch noch einen Hintergrund. Dieses Parlament ist eben angeglichen ange an. Ähm, den Turmbau zu Babel, der ist angeglichen an ein ähm, quasi Minarett, beziehungsweise an die alten Ziggurats, sagst du mir ja Zigguratskäse, die waren eckig gebaut, die Dinger kenne ich im Irak, ja, aber die Rampen zum Bau, die hat man da rumgeschlängelt und so kam es eben zu dieser meandernden oder beziehungsweise zu dieser Helixform, da, die da drum geht, ja. Ähm, geht zurück auf einen alten, uralten Kampf. Wir sind tief in der Symbolik der Hure Babylon. Das war das alte Babylon, was sich hier verkörpert, zeigt in diesen, in diesen äh, Gebäuden. Ähm, hier eben im, im Minarett der großen Moschee in Samara. Ne? Samara genau. äh, wie, was, was ist überliefert? Was hat der Architekt gesagt, wie er auf diese Idee kam? Er wickelte um seinen Finger. Ein Papier oder eine Faser ähm, wie eine Schlange. Das war der, Ide die, der Grundentwurf des Architekten, die, die überlieferte Sage, wie es zu den Minaretten kam. Ja, Schlangenfunktion kennen wir, ist eng verbunden mit der Hure Babylon, ist eng verbunden bis heute, kennt ihr wahrscheinlich, mit dem Vatikan, dem, dem, äh, dem, dem Saal dort, der aussieht wie eine Schlange. Innen wie außen übrigens. Okay. Sind wir tiefen, also können wir heute Abend nicht leisten. Alles extra Dinge. Zack, so, bis heute haben wir das aber, und jetzt wird es eben interessant, beim Amazon Hauptgebäude, da wird es die Helix genannt, die Drehung ist eine andere, und wir sehen auch dort, ich meine, das Böse tanzt, sehen wir doch, das Böse tanzt 2012 bei Olympia, beim Eurovision Song Contest, es tanzt äh, bei der Eröffnung des Gotthardtunnels, es tanzt überall. Ja, also. Aber wir haben dadurch eben auch eine symbolische Zuordnung, in welchem Club man spielt, ist wie ein Drego. Gut. Weiter, Aber vielleicht habe ich da zu viel vorhin Ja, und das, bitte ich jetzt mal äh, symbolisch auch zu sehen, wurde 2022 in Russland abgebrannt. Eine ganz klare Kampfansage, sieht man symbolisch. Eine ganz klare Zuordnung und Kampfansage, dass hier Kräfte gegen der alte Kampf um Babylon. Wird im Grunde hier demonstriert. Und dann die Georgia Guidestones eben auch nochmal. Wobei die eben nochmal eine andere Färbung haben. Ja. Gut, aber es fehlen uns noch ein paar. Habe ich, hab ich das da gedoppelt? So, gucken wir uns mal das an. Der Himmel war immer schon ein, ein gleichendes Feld, wie im Himmel so auf Erden. Was im Himmel passiert, war für die Menschen immer schon von Bedeutung. Für das, was auf der Erde passieren wird. Als sie noch angebunden waren, als es nicht abgetan wurde, als bloße Einbildung. Was haben wir hier? Am Weihnachtsabend 2011. Explodierte? Nein. Ging nieder die Sojus direkt über Zentraleuropa und damit auch über Deutschland. Und die Sojus heißt nichts anderes wie Vereinigung oder Union. Du kannst also sagen, die Union, welche Union? Die Europäische Union, verglüht sinnbildlich über unserem Himmel. Meine Oma, meine UrOma erzählte mir schon vom großen Kometenjahr 1910. Ordnen wir die, wir haben vorhin gesehen, es ist in eine so Serie von Abstürzen eingeordnet. Ordnen wir es noch mal tiefer ein. Normalerweise waren hier noch Folien drin, die ich rausgenommen habe von alten Kometenereignissen und so weiter. Es gibt Serien von diesen, nicht nur von Halley, aber Hallei kam unter anderem auch im Jahr 1910. Und meine Uroma erzählte mir damals, dass die Leute ähm, verängstigt erstmal durch das Januargeschehen, durch den großen Johannesburger Komet und dann im April durch die Wiederkehr von Hallei total verängstigt und verstört waren, weil sie das als großes Zeichen gesehen haben für entweder eine Pandemie, eine Krankheitsseuche, einen Nieder- oder Untergang oder einen kommenden Krieg. Und sie sagte mir als Bub, sie auf dem Schoß hat sie mir erzählt, wie die Leute auf der Straße getanzt haben, wie sie alles versoffen haben, und ihre Worte, ja, etc. Also da muss eine richtige Kometenhysterie gewesen sein. Naja gut, und ähm, genau, oder Bote von einem Weltuntergang. Und so etwas wird ähm, in unseren Gazetten, im Mainstream, wird es immer so belächelt. Haha, ha, ging wieder mal die Welt unter. Vier Jahre später ging tatsächlich die Welt unter. Wir reden noch heute von der Urkatastrophe des Jahrhunderts und wir haben da einen der größten Einschnitte. Ich befasse mich auch sehr viel mit deutscher Seele und ich erkenne, dass spätestens der Erste Weltkrieg, eigentlich eher schon vorher, wir komplett schon die, die Wurzeln verloren haben zu unserer deutschen Seele dass über ein Zeitalter der Aufklärung, der Industrialisierung, später sogar des, des Konsumismus und Materialismus wir komplett unsere, 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 unsere ähm, Anbindung verloren haben. An ein Weltbild, das wäre aber jetzt eine andere Geschichte, an ein Weltbild, das sehr, sehr aufgehoben war. Gut, tschack. Also, es sind tatsächlich Weltuntergänge oder Urkatastrophen geschehen. Ja? Okay. An was erinnert Sie dieses Bild? Kennen Sie, kennen Sie dieses Bild? Ist aus einem Kinofilm. Erkennt jemand dieses Bild? Bitte mal Armzeichen. Vielleicht so wenig. Oh, cool, cool. da kann ich euch ja... Ja, okay. Ihr findet dazu auch einen anderthalbstündigen Vortrag bei mir auf dem Kanal. Ähm, passt auf. Das ist ein Bild aus dem Film 2012. Da lässt dieser Junge dieses Schiffchen zu Wasser. Dann kommt ein Taxi angefahren. Ich habe den Filmausschnitt jetzt äh, nicht parat. Und da sagt der Fahrgast zum, zum Fahrer vorne, Achtung, passen Sie auf! Und natürlich ist es in die Handlung des Films eingewoben. Aber es ist zugleich auch eine Handlungsanweisung an den, an den Zuschauer im Kino. Achtung, pass auf! Denn im nächsten Moment zeigen wir dir, wie das Auto durch diese Pfütze fährt und dieses Schiff hier umstößt. Und dann gibt es so eine Sekunde dieses Standbild. Ja. Und das ist im Film 2012 und der Film 2012 hat den Slogan We were warned, also wir wurden gewarnt. Es gibt auf meinem Kanal auch einen, einen, einen Film über diesen Film 2012, weil er hat mehrere Prophezeiungen gemacht, die eintraten in diesem Jahr und einige, die knapp daneben gingen. Sehr spannend. Und dieser Film 2012, das wird gleich sehr spannend, wurde in Deutschland am 9.1., erinnert euch an die Telegate-Werbung, ausgestrahlt, und am 12.01. im US-amerikanischen Fernsehen. Warum ist das Ganze so interessant? Weil die Costa Concordia 2012 am 13.01. sinken wird, also ein Tag nach Amerika und vier Tage, nachdem es in Deutschland, nachdem dieser Film in Deutschland gezeigt wird. Mich erinnert dieses Foto an die auf der Seite liegende Costa Concordia und ein Foto, das über Wochen immer wieder gezeigt wurde. Aber das stimmt nicht ganz überein. Ne? Also... Sehr schön hier dieser dieser Huppel, der passt ganz gut, aber hier sind zwei Schornsteine, da nur eins. Hier ist ein schwarzer Rumpf, da sehr weiß. Also so richtig passen tut's nicht, weil eigentlich ist dieses Schiff eine Mischform von zwei Schiffen: der Costa Concordia und der Titanic, behaupte ich. Jetzt ist der Rumpf schwarz, es sind zumindest mehrere Schornsteine. Hier, es ist ja hier nicht ganz rund, nicht ganz eckig. Jetzt, jetzt passt es, Mischform passt. Ihr erinnert euch an die Selbstähnlichkeit. Also äh, die, die Concordia ging am 13.01. unter. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht ganz parat, ich glaube die Titanic am 14.04. Also nicht taggenau, nicht taggenau. Ja, dann würde jetzt so ein, so ein harter Sek, äh Sekten, ein harter Serien, Mensch würde sagen, ja, passt nicht. Erinnert euch an die Selbstähnlichkeit. Die Natur kopiert nicht, die Natur kopiert nicht. Ähm, das ist immer so ein bisschen ähnlich oder es gibt so, so ein bisschen Unschärfen, unschärfe Relation Heisenberg für Physik. Okay, ähm, ich behaupte weiterhin gleich, es gibt eine Beziehung hierbei. Das gibt die letzte Folie von diesem Ding. Aber vorher möchte ich euch noch ein bisschen etwas mehr zu dieser Costa Concordia sagen. Denn im Namen liegt ja Bedeutung, ihr wisst das. Nomen est omen. Costa Concordia, was heißt das? Costa Concordia ist die Küste, Costa Concordia der Einheit. Die Küste der Einheit. Es sank vor Giglio, einer italienischen Insel. Das ist vor der Küste der europäischen Einheit als Landmasse. Sie sank. Das ganze Schiff. Sie havarierte, sie sank nicht. Das ganze Schiff ist eine Ode an Europa. Da guckt ihr euch den langen Vortrag an. Die Decks sind nach den Staaten benannt und es gab die Bar Lissabon und die Diskothek Barcelona. Eine Ode an Europa. Und ich, ich stelle euch hier von, von, den, von den zwei, drei Dutzend Mehrkern, stelle ich euch zwei, drei vor. Ja? Gut. Ähm, die Konkordia ist die Einheit oder die Einigkeit. Ihr erinnert euch, die Sojus war dasselbe. Ne? Und ein Schiff ist ein hochsymbolisches, wir reden in Symboliken, ein hochsymbolisches Element. Ein Wüstenschiff, Kamel jetzt eher so. Ja. Also ein Schiff ist in einer Wasserwüste. Der Lebenshort. Ein Schiff ist ähm, ein Staat. Die Schiffshaut, die Grenze, der Kapitän, die Regierung, die Matrosen, die Mannschaft, die Mannschaft ist die Regierung, der Kapitän ist die Hoheit, die Passagiere sind das Volk. Naja, und das Wasser, was eindringt, könnte die Flutung Europas sein. Die sind bildliche. Allerdings nicht mit äh, Wasser, sondern dann eher mit ja, all, allen, allen äh, denen, die im Stern da vorhin drin waren oder so etwas. Naja, das ist das, was 2015 passierte. Ihr erinnert euch, was wir vorhin gesagt haben, hier das Emblem. Concordia ist nicht nur übersetzt einfach die Einheit oder die Einigkeit, sondern es war die römische Göttin, die verantwortlich war für den Zusammenhalt der Bürger Roms. Also geht damit, wird damit auch der Zusammenhalt versenkt. Und nehmt mal das sinnbildliche Ding. Da liegt dieser Koloss von einem Schiff, bewegungs- und manövrierunfähig. Die Motoren symbolisieren die Wirtschaft im Wasser und muss durch fremde Hilfe wieder aufgerichtet werden. Wow. Ich habe den Vortrag schon 2012 gehalten. Na, alle immer so. Nein. Gut, weiter. Serie Selbstähnlichkeit mit der Costa Concordia und der Titanic. Die Titanic symbolisiert untergehende Staaten, also als Symbolschiff. Sinkt ebenfalls am Vorabend des Ersten Weltkrieges, alles Vorzeichen, vergleicht das Erste Weltkrieg mit heute jetzt dann. Ja, markiert Systemwechsel, Resetz, Ende einer Ära oder die Monarchie und sinkt vor dem Wechsel des Geldsystems, was hauptsächlich mit dem Herrn Morgan zusammenhängt, der seine Kumpels einlud, dann aber nicht mitfuhr, währenddessen die absaufen, kurzform. Ja. Die waren allerdings gegen die Errichtung der FED. So. Ähm, und Titan, das war die Ultra-Kurzform, haben wir wieder 30 Sekunden gespart. Bedenke, die Titanic und die Concordia sind miteinander verschränkt. Ich habe extra diesen Begriff aus der Quantenphysik gebraucht. Und wie sehe ich demnach unsere Zukunft aus? Dann wären das auch Marker, die wir, oder wie hat sie schon begonnen? Wir sind schon mitten im Ukraine-Krieg. Ja. Insofern hat der Vortrag jetzt etwas an Charme verloren, weil jetzt sitzt ihr entspannt da und sagt: ja, Sieht man ja, kann jetzt jeder sagen, ne? Okay. Gut, weiter. Und wie ging es mit Europa weiter? Wenn Europa dem Schicksal, wenn, wenn es eine ritualisierte Massenkommunikation wäre, die wir da gesehen haben. Wie ging es weiter? Und das ist übrigens so ein Thema jetzt hier im zweiten Teil. Na so, Europa wird filatiert, skelettiert, die Werte werden rausgeholt. Und gerade dieser Tage hören wir, dass BASF sein Hauptwerk. Zumindest in Teilen schließen will, das sind Auswirkungen, können wir jetzt gar nicht leisten, dass äh, Trump die Autobauer auffordert, äh, nach Amerika zu kommen, die Deutschen, wir wollen euren Autobau bei uns haben. Wir werden sauber deindustrialisiert. Auch etwas, hast du es vor zwei Jahren gesagt, hattest einen Schatten. Und das Sinnbild siehst du hier und sehr schön mit etwas Fantasie, ich gebe zu, kannst du hier vorne RIP lesen: Rest in Peace, Europa. Ja, mit etwas Fantasie, ja. Gut, ja. Also wäre und guckt euch den Vortrag an. Es gibt da noch viel mehr Analogien. Ähm, wenn das Schicksal Europas dem Schicksal der Concordia weiterhin gleicht, zur Vollendung gebracht wird, dann muss es eben neu aufgebaut werden. Ich gehe davon aus, nein, von keinem Atomkrieg. Da langen konventionelle Mittel, wie wir sie bisher sehen, Concordia zur Concorde, das Prestigeobjekt der äh, Franzosen. Ähm, die Concorde spielte in einem Film Airport 80, 1979, 1980 rum, 78, 79. Ähm, war die Concorde hier bei den Dreharbeiten dabei, ging allerdings in einem Feuerball auf? Ist klar, sind wir mittlerweile gewohnt. Ob das jetzt Sojus heißt, Concordia oder Concorde, das geht alles um. Ähm, das passierte allerdings 2000 dann wirklich, war auch das Ende des, dieses Prestigeobjekts in, in Frankreich. 25. Juli, komische Serie, oder? haben wir mittlerweile drei. Wir haben einen Flieger. Na ja, gut, ihr, habt, ihr wart dabei. Gut. So, ja, gucken wir weiter. Könnt ihr euch noch erinnern, 2015, wir sind im Grunde im Vorlauf der Pandemie, gibt jetzt auch einen ganz anderen Sinn. Hatten wir wieder einmal, ich für mich mit der Aluhaube drauf, sage immer, das war im Grunde so ein zweites 9-11, zumindest vom Web, vom Strickmuster her. Ich gucke immer viel nach der Signatur. Wie wird etwas äh, gezeigt? Was meine ich? 2015 liegst du in deinem Wohnzimmer, guckst das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich, so wie es Millionen andere tun. Über den Fernseher. Der Fernseher ist in meiner Ansicht kein Unterhaltungsmedium, sondern ein Programmierungs-Hypnosemedium. Es ist für mich, für mich, ich habe ja auch Aluhaub, eine moderne Waffe, ein Steuerungsmedium. Wir steuern. Okay, das wären jetzt so grüne Videos, so, wo wir Alltagsforschung machen. Wir sind ja hier heute mehr Spiri unterwegs. Das ist die, die Sekunde, wo du in diesem Freundschaftsspiel plötzlich in dem Stadion zwei Schläge hörst. Es sind nämlich Bombenschläge und die läuten die Attentate vom 13. November 2015 ein. Mit dabei ist eben die Nutzung eines Massenmediums. Äh, und der Kollektivschock, die Injektion ins Massenbewusstsein, erfolgt in jedem einzelnen Wohnzimmer. Das ist eine der neuen Signaturen, die Traumatisierung kommt zu dir mit deiner Flasche Bier auf dem Sofa. Perfekt, perfekte Hypnose, Batsch rein. Ja? Ich hatte da erst mal keine Lust mehr, damals ging ich noch ins Stadion, ich gebe es zu, ins Stadion zu gehen das wird wichtig, wir kommen in der nächsten Folie drauf. So, diese, und dann hattet ihr, das war ja damals die Zeit vor Lauf C, wo alles anders wurde, wo der Economist noch super Voraussagen machte. Könnt ihr euch erinnern? Die Jahresheftscher vom Economist. Jeder in der Alternativszene, sofort gibt es Dinge. Ich werde das aus. Und da hatten wir diese zwei Pfeile, diese zwei Pfeile vor dem, vor dem Louvre-Bildchen, was ja in Paris steht, was auch in 2012 schon eine Rolle spielte, übrigens, aber das müssten wir jetzt tiefer reingehen. Und die Alternativszene, <laughs> sie ist schon die Hände gerieben. Also gut, am 11.05., also am 11. Mai und am 11. März passiert was. Der 11. März ging rum, der 11. Mai ging rum, hieß es. Moment, der Economist ist ein englisches Format oder ein, ein, ein globales Format. Das sind äh, angelsächsische Datum. Wir müssen es umdrehen. Am 3.11. und am 5.11. passiert was. Okay, haben wir noch ein halbes Jahr gewatt. Die Tage gingen rum, es passierte nichts. So eine Scheiße. Ähm, ja, hatte Economist wohl Unrecht gehabt. Und dann am 13.11. passierten diese Attentate. So, und jetzt kommt eine steile Hypothese, ich gebe es zu. Ange angenommen, steile Hypothese, muss nicht, muss nicht wahr sein. Ist wie, wie vorhin mit dem, mit dem Geistbock, ja? aber ist ganz unterhaltsam, glaube ich. An angenommen, du wolltest wieder mal Predictive Programming machen, also etwas vorhersagen, um, um es wie Öl runtergehen zu lassen, aber du verlierst die Kontrolle, angenommen. Du verlierst die Kontrolle. Ja? Ich bin jetzt Märchenerzähler. Ganzer Abend schon und du hättest zwei Daten hättest du versaut, die du nicht mehr hinbekommst. Wie kriegst du aus diesem Datum für dieses Jahr 2015, das muss sein. Noch ein gültiges Datum hin und dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, diese Zahlen so zu puzzeln. Vorausgesetzt, es bleibt in 15, das nehme ich den 13. November. Gut, gell? Kam an. Oder nicht, ihr seid so ruhig. Also, mir fehlt jetzt so ein bisschen das Boah. Okay. Ah, okay, weiter. Jetzt hast du, jetzt haben Millionen Menschen einen Schock. Bierflasche, Couch, Donnerschläge im Stadion wie 9-11. Jetzt läuft die Champions League weiter und neun Tage später sitzt du im Stadion oder vorm Fernseher. Und siehst auf einmal, wie auf, einer, auf einmal einer dieser neuen Wechselbanden da, die zugegeben Werbung von PlayStation da reinkommt. This is for the players. Ja? War ja immer die Werbung von PlayStation. Kennt ihr? Wenn ihr Söhne habt, die pubertieren, kennt ihr die. So. Und immer nur eine Zehntelsekunde, wie vorhin mit der Flugzeugschnauze, immer nur eine Zehntelsekunde kam dann dieses ISIS mit dem Dreieck. Wie? Ich habe mich damals gefragt, wie würde ich mich fühlen, wenn ich im Stadion säße und es nicht reflektiere? Subliminal nimmst du das auf. Du kriegst garantiert ein mulmiges Gefühl. Du erinnerst dich vielleicht an die vor neun Tagen an die Bombenattentate und fühlst dich mies. Wenn du das nicht reflektierst, kriegst du das vielleicht auch vom Fernseher mit und fühlst dich mies. Ja, ich denke, es kam an bei euch. Ich dachte mir so, wow. Übrigens, ISIS hat sich halt verantwortlich gezeigt. Oder verantwortlich gemacht für die Bombenanschläge Anschläge. und die Attentate, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Okay, ich mache weiter. Ja? Symbolischer geht es nicht mehr. Der Brand von Notre Dame, man sagte, von oben wurde es beschrieben, sei es wie ein, ist ja, wie ein brennendes Kreuz gewesen. Der Aussagegehalt davon, wir reden über symbolische Kommunikation, ist klar. Das Christentum wird abgefackelt, eure Religionen werden niedergebrannt, die Zeit dessen ist vorüber. Wir haben es aber auch ge gepaart mit einer Serie dabei, denn genau am 15., 16. April, ah ja, genau, also die Simpsons wieder, ne? müssen immer mit dem Boot sein. Äh, Illuminati-Kartendeck habe ich diesmal nicht, aber, ach so, ja, und die Frau Obama natürlich, die war auf der Zen ähm, und tatsächlich in ihrem Klaas spiegelte sich der brennende Notre Dame, ja, oder das brennende Notre Dame. Wow. Ja. Und worin besteht jetzt die Serie? 15. 16. April, ähm, fünf Jahre später, brennt ein anderes Wahrzeichen, die Kopenhagener Börse. Ja. Nicht ganz so populär, nicht ganz so bekannt, hat aber eben auch wieder Anklänge an Achtung, Kopenhagener Börse, Achtung, der Welthandel brennt. Der Welthandel geht in Gefahr. Ja, ich meine, das Szenario leben wir die ganze Zeit, dass wir im Grunde darauf warten. Und wir sehen die ersten Entgleisungen, Anstieg äh, Goldpreis, Wiederanstieg Bitcoin, irgendwie rettend alles, wo man sein Geld unterbringt. Wir sehen es bereits. Gut. Ähm, und ich erlaube mir, ihr dürft euch auch gerne das ein oder andere Pack schnudeln mittlerweile oder Wasser in den Keller stellen. Aber ich weiß, das hört ihr ja seit fünf Jahren schon. Hab noch eine schöne Stürmung. Äh, noch eine schöne Serie. Damals äh, der Reichstag. Wir sind am 29.08. in Berlin. Liefen auf einmal so Leute rum. War überhaupt, ich war ja da, ein, ein Tag, der sehr schwanger war von Gerüchten. Ne? Tatsächlich, welch Wunder, ich muss aufpassen, ich nicht viel, flog ja dann der Herr Kennedy ein. Genau der, der jetzt ins Trump-Kabinett kommt. Ich habe mich damals gefragt, was will der hier? Wie der? Jetzt weiß ich es. Seit acht Wochen weiß ich es, warum der damals schon da war. Na ja, gut. Ja, also die sogenannte Stürmung des Reichstages. Ich habe jetzt nur das Foto auf den Reichstag da drüben, also hier irgendwie da. Da waren auf dem Dach lauter Leute, haben das gefilmt, so drei Leute auf dem Dach, haben gefilmt, fotografiert, geguckt, gemacht, getan. Aha, gut, die haben sich hier alle gefreut. Ich, ich stand so hier, die haben sich alle gefreut. Juhu, jetzt sind wir halt mal, war eh alles friedlich. Jetzt sind wir halt mal hier auf den, auf den Treppen drauf und so. Und irgendwie drei Tage später liest du so: Stürmung, Reichstag. In welchem Paralleluniversum war das? Gut. Nur meine Wahrnehmung. Also ich fand das alles sehr friedlich damals, wie auch die äh, Demonstration vom 1.8. Es war ein Aufschrei. Gut, längerer Text, anderer Tag. Gut, ähm, das war die Blaupause im Grunde dafür. Die Stimmung des... Die Stürmung wie, muss ich wieder so machen, denn es gibt die Filmaufnahmen, wo die Leute reingeführt werden in dieses Kapitol. Und dann hast du noch diese, diese Äußerst, ihr kennt alle diesen Pelzmann und sowas, ne? Diese Ollen Kamellen. Die sind alle, die... Ja, okay. Lass es Die nur wieso filmt mit, ja? Also, ja. Gut. St hast eine Serie, auf jeden Fall. Stürmung Kapitol. So, und dann was dann ein bisschen unterging. Die, die Bolsonaros ne, haben dann 23 in Brasilien das ja auch gestürmt, ja Gänsefüßen gestürmt. Schöne Serie, oder? Zufall, Wahrscheinlichkeiten, <laughs> Manipulation. Ja, aber einen möchte ich euch mitgeben dabei. Wenn wir, wenn ihr für euch jetzt so zurückgelehnt, entspannt entscheidet, eure Manipulation, 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 Manipulation. Okay. Denkt bitte zurück an die Kontradier-Zyklen. Kann menschliches Leben außerhalb des Schöpfers sein? Äh, me menschliche Entscheidungen können menschliche Entscheidungen frei sein und außerhalb eines Schöpfers? Weil letztendlich landen wir doch wieder inmitten dieser matrix Wisst ihr, was ich meine? Oder auch nicht? Ja. Gut, weiter. Und das Illuminati-Card-Game, joho, was ein Glück, hat das Ganze natürlich auch schon gezeigt. Denn den, Mar äh, den March on Washington, ja, das ging dem Jahr voraus, ist im Grunde da genau gezeigt. Das, was ja dann zum äh, Kreuzigungszug à la Jesu von Trump führte, jetzt in den letzten Monaten, die vielen Anklagen, dass er das verantwortet hätte, etc. Geht symbolischer kaum. Die Mauer. Gebeutelte Stadt Berlin bekommt einen Graben, und der Graben wird bei den Bauarbeiten mit einer Mauer versehen, wo sich die Geschichte sinnbildlich, das sind Zeitungsausschnitte, spiegelt. Ja? Sie spiegelt sich, na klar, hier, genau hier lief die Mauer lang. Und wir kriegen die Trennung, für was steht sinnbildlich eine Mauer, wie auch der Graben. Ja? Es geht im Grunde um den Reichstagsgraben. Die eine Burg hat einen Graben, für was steht das Sinnbild Graben? Man schützt sich vor dem Volk. Die Regierung festigt sich ein. Sie geht in eine Verteidigungshaltung, sie geht in eine Bunkerhaltung. Das ist der Graben. Und die Mauer davor betont es noch einmal zusätzlich und verweist auf unsere Geschichte, wo man so etwas, wo so etwas hinführt. Das ist Symbolik und die begegnet uns jeden Tag in den Nachrichten. Ah, fast jeden Tag in den Nachrichten. Gut. Dann machen wir weiter mit Symbolik. Die Ever Given im Kanal von Suez. Erinnert sich fast jeder dran. Was heißt das? Es? es werden Handelswege blockiert. Der Warenumschlag geht zurück. Ah. Und wo haben wir da jetzt die Serie bitte? Oh, ganze Menge. Taggenau passiert fast das Gleiche mit der Baltimore. Der Warenumschlag geht zurück und die Verbindung zwischen den Stadtteilen wird zerstört. Durch ein störendes, blockierendes Schiff. Und da das Jahr 24 nicht mehr so geschichtenschwanger war wie das 21er, hat man jetzt diesmal gar nicht so viel über Kinder im Rumpf oder so etwas gehört. Ich sage ja, 2021 waren unheimlich sagenträchtige Jahre auch. Ja. ja, ist damit die Serie zu Ende? Nein. Ähm, wir haben dasselbe dann noch mal ein Tag Verzögerung in Rostow in Russland passiert das Gleiche und da kommen wir jetzt schon wieder. Ich werte mal, ich biete an, eher in so eine Art Webmuster rein, ja in so eine Art Echo-Effekt rein. Ja, Gleiches zieht Gleiches an. Und dann passiert es noch in Wangeroge. Ja, 25. Juni diesmal, aber drei Monate später. Da hat er Fracht, der ist doch komisch, oder? Ha? Ja, ja. Symbolik pur, ja. Was heißt es? Die Garde zieht ab. Auf einem blau-gelben Grund bei der Krönungsfeier Charles, als der Sensenmann vorbeigeht. Links habe ich es euch aufgeschrieben. Es kann auf den Tod von Charles hinweisen, den Tod des Sterben der Ukraine. Oder die Truppen werden die Ukraine verlassen oder die Monarchie stirbt. Jo, die britische diesmal, die ja, russische und deutsche ist ja mit dem Ersten Weltkrieg ganz nach den. Protokollen von dem Herrn Peik, die natürlich eine V-Theorie sind, schon abgeschafft worden. Jetzt hat der Mann, ist der Mann schwer krank. Ja. Da ist der Sensemann. Und an dem Ukraine, ich bin der Meinung, es ist ein mehr, eine mehrlagige Interpretation hier. Hier machen wir jetzt noch rum dran. Ja, symbolische Kommunikation. Und sie, sie treiben ihren, fast ihren Spott mit uns. Sie zeigen es uns in der Face, könnte man sagen. ja Täglich. Ja, nicht ganz täglich. Andauernd. Was habe ich heute Morgen gelesen, bevor ich hierher kam? Erstmals wieder Blutschnee in den Alpen. Habe ich mir überlegt, sollst du es in die, in die erste Folie mit reinnehmen? Blutroter Himmel und sowas. Ihr müsst euch vorstellen, zu Zeiten der Pandemie, wo die Bevölkerung verängstigt ist wie nur was? Ist in der heute Show, da, da lacht auch keiner mehr, genau, weil es nämlich, das ist Traumatisierungsmanagement in, in meiner Aluhaube Wahrnehmung. Ist auf einmal diese Type und, und macht da diese, diese geisterhaften Bewegungen um den Herrn Kader drumherum. Ja. Nachher hieß es. es Jetzt Achtung bitte. Jetzt, jetzt da kann man es schön zeigen. Nachher hieß es, ein Aktionskünstler habe sich ins Studio geschlossen, <laughs> geschlichen. Ge, 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 ge. Ja, aber es ist eines sehr interessant. Das ist die, die kausale Argumentationskette. Das ist die Kausa. Die sind wir immer gewohnt zu bekommen. Und egal, ob das stimmt oder nicht, das ist mir egal. Haben, hat die mystische Aussage Bestand? Die hier drinnen ist. Das, es ist mir egal, ob das ein Aktionskünstler ist, ob das ZDF den angeheuert hat oder ich weiß es nicht, was man noch alles erfinden kann. Denn es ist, es ist. Versteht ihr? Und dann deute ich es nur noch aus. Dann heißt es für mich. Gar nichts ist hier mehr sicher. Pass bloß auf, auch hinter dir ist der Virus her. Und das alles in einer sowieso angespannten Situation, wo die Bevölkerung total traumatisiert, oder Großteile, 70 Prozent ungefähr, total traumatisiert sind. So, ja, das Virus ist überall. Und was ich ja ist, das eigentlich aus dem anderen Vortrag, aber das finde ich immer hochspannend. Ähm, ich sage und jeden Abend ein bisschen hohle Erde. Wenn ihr jetzt mal das ZDF-Heute-Journal guckt, dann seht ihr immer diese, diese Erdbälle, die tatsächlich hohl sind. Ja? Also jeden Abend unsere hohle Erde. Ja? Finde ich total lustig. Ja. Wie viel? Ah, Weiß gar nicht. Jetzt. Ich, hier Lord Helmschen, als, als der General da äh, interviewt wurde, lasse ich jetzt mal, ja, sparen wir uns wieder mal ein bisschen Zeit. Dann mein Lieblingsthema. Ich habe mich abgearbeitet mit drei eineinhalb Stunden Filmen zu dem Herrn Trump und der Kugel. Ich halte es für, den, für das 9-11 der, der neuen Zeit. Es ist unglaublich wichtig. Viele sagen zu mir, Frank, lasst es, ist doch ganz egal, ob der das jetzt angetäuscht hat oder nicht. nee, ist ganz wichtig. Für die zukünftige Rolle des Herrn Trump es ist es enorm wichtig, dass er als der Messias, in diese neue Führungsrolle hereinkommt und dann wäre es fatal, wenn er, wenn sein Ohr, das hier ist eine Wahlkampfrede, eine Woche später, ich habe das auch in Großaufnahme, wenn sein Ohr nicht verletzt wäre, wäre, wäre fatal. Und wir haben da, was haben wir da? Wir haben eine magische Kugel, wir haben das Illuminati Kartenspiel, das das Ganze vorausgesagt hat, ja unsere Scharfschützen können immer äh, erwischen. Wir haben de Pastor Bix und de Alex Jones und lauter Propheten, die uns äh, schon erzählen davon, dass das passieren wird. Predictive Programming. Und wir haben einen immensen Symbolismus, ein eingeritztes rechtes Ohr, ein zurückgelassener Schuh. Ich gehe nicht tief drauf ein jetzt. Ihr könnt euch selbst informieren. Ähm, ein Bilder für die Ewigkeit. Ja, und in dem Moment, wo der Herr Trump sich noch an sein, an sein Ohr greift. Und wir sind uns ja mit einem einig. Ne? Also ein, einmal, ähm, es war ja der Deep State. Der, der Deep State, ich mache jetzt nicht zu lange darüber, der Deep State will ja den Herrn Trump töten. Mit, ihr wisst schon, mit diesem pickligen, Entschuldigung, 20-jährigen, der das klapperische Gewehr von seinem Vater, egal. Der Deep State will den Herrn Trump töten und das... das, das die blödeste Theorie, die du überhaupt bringen kannst, ist zu sagen, der Herr Trump hat das... Nein, der Herr Trump, das Team Trump, wie auch immer, hätte dieses ganze Ding arrangiert. Und das Blödeste, was ich immer höre an Gegenargumenten dann, ist, wenn mir einer sagt, glaubst du ernsthaft, du kannst doch nicht so blöd sein zu behaupten, der Herr Trump setzt sich dem, der Gefahr aus, dass ein Schuss ein Zentimeter an seinem Ohr vorbeigeht, der würde... Ein Zehntel so hampeln wie du auf der Bühne, dann wäre tot. Dann denkst du mir, wer sagt denn überhaupt, dass da ein Schuss war? Wieso muss ich das voraussetzen? Wir hören Knalle, wir gucken doch jeden Tag Kino, Mann. Aber bei sowas noch. Okay. Also er fasst sich also jetzt hier mit der Hand an sein Ohr. Sein Ohr blutet auch total. Und fünf Minuten später wird er vom, von seinen Secret Service Leuten weggebracht und seine Hand ist ja, was ist sie? Gewaschen, sauber, abgewischt? Auf jeden Fall nicht blutig. Ach, wisst ihr, und dann höre ich die Leute: Frank, man kann sich eine Hand auch abwischen. Sag ich ja, aber das Gesicht dann nicht, gell? Okay, gut, hey, komm, ich arbeite mich da jetzt nicht dran ab. Ja? Symbolische Kommunikation. Das hier, das hier ist Iwo Jima für mich. Ich nenne das immer Iwo Jima. Bilder für die nächsten Jahrzehnte. Aus der Hüfte geschossen. Geht doch. Wozu haben wir Fotografen und alles? Das sind spontane Bilder für die Ewigkeit. Ja. Gut. Wenn ihr Bock habt, dreimal eineinhalb Stunden. Und ich glaube, ich muss einen vierten Teil nachsetzen, weil wir haben schon wieder so viel Kram. Ja. Und, na, das sag ich jetzt nicht. So gut, Leute, wir sind soweit. Es gibt noch ein paar. Ja, ja, ja. Das war jetzt erstmal symbolische Kommunikation. Es gibt noch eine Menge anderer Vorträge von mir, äh, die man auch sich anschauen könnte. Ich möchte zu einem Fazit kommen. Was sagt uns das alles jetzt? Ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen. Jetzt hatten wir eine Menge Spaß, ja, mit der Aluhaube und so. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen äh, ernsthaft arbeiten. Ich möchte euch noch mal, was sagt uns das alles jetzt? Ja. Ihr habt gemerkt, er ist zweigeteilt, dieser Vortrag. Ich hoffe, ihr hattet in beiden Teilen Spaß. Auf dem, auf dem, ersten, Level, auf dem ersten Teil haben wir mit lebenszugewandten Kräften, wir sehen momentan einen Bewusstseinskrieg, das ist mein Kanalmotto, zwischen lebenszu- und lebensabgewandten Kräften. Der erste Teil symbolisierte die lebenszugewandten Kräfte, wie die oft mit uns... Kommunizieren, wie man sich dabei fühlt. Ich habe versucht, von den lebensabgewandten Kräften meine Interpretation die Dinge wenigstens ein bisschen lustig rüberzubringen, weil sie sind sehr, sehr schnell enorm runterziehend, auch für viele Menschen. Das weiß ich von meiner täglichen Arbeit. Ja. Und ich glaube, diese künstliche Begeisterung, die natürlich auch drinnen liegt in diesen vielen Facetten, die uns da präsentiert werden, schneidet uns. Von unserer natürlichen Anbindung ab, die wir im ersten Teil viel mehr gesehen haben. Ich vermute darin auch einen Trick, den es da gibt. Ja, über diese Faszination. Also, was, was, was kann der Deibel? Wenn der Deibel dir erscheint oder negative Wesenheiten, wir reden mal spirituell, die können alles. Die können brillieren, sie können intelligent sein, sie können alles. Sie können nur eine einzige Frequenz nicht, wisst ihr? Gell? Liebe können sie nicht. Aber ansonsten können sie gut verführen. Sie können aber nicht übers Herz sprechen. Und genau das sehen wir hier eigentlich. Die, die, dieser ganze zweite Teil: guck mal eine Serie, guck mal dies, guck mal jenes, wow, der Baba-Symbolik schneidet uns eigentlich ab. Das habe ich hier kontrastiert über die letzte Zeit. Ich gebe euch nochmal mein Kanalmotto. Das ist sehr viel basierend auf Überwindung. Wir müssen uns die Dinge anschauen und wir müssen sie überwinden. Das ist zumindest das, woran ich glaube. Ich erlebe sehr viele Leute, die haben ganz tolle Hobbys und die wenden sich auch dem Guten zu, aber das Böse tanzt momentan. Und dann kann ich meiner Meinung nach nicht sagen, ich gucke da weg, geht mich alles nichts an. Ich nähre die positiven Kräfte, weil das Böse tanzt. Also muss ich hinschauen und muss es überwinden. Das ist zumindest das, was ich denke. Okay, mein Kanalmutter, ich betreibe Alltagsforschung und mache eine Krisenbegleitung. Während dieser Wendezeit, die ein Bewusstseinskrieg ist, denn ich denke, hier geht's um dein Bestes, hier es wirklich um dein Bestes. Aber das ist nicht deine Kohle, dein Bestes, sondern dein Bewusstsein ist dein Bestes. Und darum geht's. So. Für die mehrdimensionalen Wesen im 3D-Raumanzug, die hier auf der Erde gerade ihre Heldenreise absolvieren. Das tun die Krisenveteranen nämlich und das werden wir immer mehr. Und das wichtigste Steuerungselement, das es gibt, ist, ein Weltbild zu manipulieren. Sagt zumindest der Herr Piakin, wenn ihn kennt. Und ich finde es ziemlich logisch. Über das Weltbild, rational, Vernunft, Logik, das ist wahr, das ist unwahr, steuerst du Menschen viel, viel mehr als über Gesetze. Aber das, was sie glauben, zu glauben bereit sind, was sie für ein Bild von sich, von den Mitmenschen und von der Welt haben. Deswegen ist die Arbeit hier auch so wichtig. Andere Weltbilder aufbrechen wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weit erinnern und. <lacht> <lacht> Und wir haben sowas wie eine Wiederheiligung geschafft, dass, dass ihr merkt, es gibt eine Anbindung oder eine Rückbindung oder eine Rückerinnerung, dass so etwas hier gelungen ist heute Abend, zumindest im ersten Teil und der zweite als Lehre dann. Ah, da haben wir es ja, das, genau, da kam jetzt dann das Dings nochmal. Überwindung haben wir gehabt. Genau, deutsche Seele, da machen wir das auch. Genau, was wir die nächsten Jahre wieder brauchen, denn es sind, ich sage immer auf dem Kanal bei mir, alle Dominosteine sind bereits gefahren. Das bedeutet, die nächsten Jahre fahren wir gegen die Wand. Das passiert materiell. Und so wie wir materiell mental degenerierten, werden wir materiell nun degenerieren und mental erstarken. Es wird gerade geswitcht und das sind die nächsten Jahre. Und wenn wir gegen die Wand gefahren sind, dann können wir uns über den Wiederaufbau hier unterhalten. Ja, ja nö, nee, ich freue mich drauf, ist zu viel, aber ich, ich sehe es positiv. Genau, und da genau, ja, ja, ja. Nee, und dafür brauchen wir unsere Wurzeln und unsere Rückanbindung und die innere Stärke. Und die ist drinnen in uns, ich es vorhin mal angedeutet, mit dem 30, hey, wir haben hier einen 30-jährigen Krieg, wir haben einen Ersten Weltkrieg, einen Zweiten Weltkrieg, Napoleon ist einmal durch, die Schweden sind durch, die Russen sind durch, hier ist jeder mal durch. Aber wir sind noch da. Ja, da, nee, da liegt eine unheimliche Stärke drin, ja. Ich weiß, ich sag's flapsig, okay. Gut, ich höre jetzt lieber auf, ja. Ich, genau, ich gebe Ihnen noch mal eine Vision, die, die, hat eine Vision, die hatte ich äh, in meinem Buch Kulissenriss 2017 oder sowas. Die, die macht mir selber Mut, weil es ist wirklich Schriftsteller sind oft offen, die sind einfach offen. Lach nicht, das meine ich ernst, ja. Pass auf. Und das, das trifft's nämlich genau auch so mit der Platonschen Höhle, mit der Matrix, in der wir drin sind, mit dem Pappkarton, mit allem, was ich euch hier erzählt habe. Abschließend. Die Menschen sitzen in engen Reihen, dicht bei dicht im schummrigen Zwielicht. Selbstvergessen und regungslos starren sie mit bleichen, grauen Gesichtern gebannt auf die bunte Bilderleinwand vorne. Ihre Köpfe werden bedacht. Lauter viele verschiedene fremde Gedanken. Sie denken an alles, sind überall, nur nicht bei sich. Vorne im gleißenden Licht werden die Dramen inszeniert. Sie erzählen von Unfällen, Finanzproblemen, Schiffsunglücken, Wahlen, Krieg und Terror. Und die Menschen denken, sie denken und werden doch nur gedacht. So geht das nun schon lange Zeit. Bis mit einem lauten Ritsch ein Teil des Bühnenbildes einreißt. Viele zucken erschrocken zusammen. Dahinter ist es hell. Die Sonne scheint. Lichtstrahlen fallen herein. Sie suchen, greifen nach den Menschen. Außen wird innen und innen wird außen. Es findet sich Verschmelzung, der Jahrtausende alte Bann bricht. Einige reiben sich ungläubig die Augen, so aus, als würden sie aus einem langen Schlaf erwachen. Aus dem Durchbruch wird der Durchblick. Es war alles nur ein Theaterstück, sagt einer. Ich hatte das völlig vergessen, antwortet der andere. Die Trance ist vorüber. Kulissenriss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Also nein, nein, nein. Danke.